Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Am Anfang habe ich also gedacht, wir werden so ungefähr 20 bis 25 Folgen damit zubringen. Im Augenblick ist das so, dass dieses Skript immer länger wird und ich hoffe aber, dass es auch gleichzeitig immer interessanter wird, tiefer in die Geschichten reinzugehen, ohne jetzt auf das Niveau einer Boulevardpresse irgendwo zu fallen. Wir wollen also nicht wissen, wer irgendwelche Klamotten in irgendjemandes Auto hat liegen lassen, sondern wir wollen eigentlich wissen, wo die wahren Hintergründe sind, die eigentlich in der Bibel beschrieben werden. Aber das ist im Prinzip eine Studie, um zu beweisen, dass die Bibel recht hat und das wirklich an der aktuellen oder relativ aktuellen amerikanischen Geschichte im Falle von John F. Kennedy mal aufzuzeigen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht 21 oder 25, vielleicht auch über 30 oder vielleicht noch mehr Folgen werden, hoffe ich aber, dass ihr uns da treu bleibt, dass ihr wirklich seht, wie das alles miteinander verwoben ist. Und wenn man das jetzt betrachtet, im Amerika der 1960er Jahre speziell, im vorliegenden Falle, dann kann man das auch ohne weiteres applizieren auf die jüngste Geschichte und nicht nur in Amerika, sondern überall. Denn wir haben jetzt in 2020, 2021, 2022 eine weltweite Verschwörung, eine weltweite Situation, die nichts anderes ist, als dass uns von Seiten der Herrschenden eine Theorie um die Ohren gehauen wird, die von der Seite nicht bewiesen ist. Also, wer sind jetzt hier die Theoretiker? Wir sind die Praktiker, das heißt, wir überprüfen anhand der vorliegenden Faktenlage und auch anhand des gesunden Menschenverstandes, und ein gesunder Menschenverstand ist eben genau das, was in einem gesunden Körper wohnt, die Geschichte der Faktenlage in den 1960ern. Und das wird eine sehr spannende Geschichte, weil ich glaube, dass wir ganz viele Dinge aufzeigen werden, die so kaum einer auf dem Programm hat. Und ein Programm habe ich jetzt hier vorbereitet und der Jörg aus Belgien hat sich jetzt dazu geschaltet und assistiert mich jetzt weiter und wird mich dann auch korrigieren oder halt auch gegebenenfalls ergänzen, weil der Mann also ein unglaubliches Gedächtnis hat für historische Fakten und für die Bibel natürlich im Allgemeinen. Hallo, guten Abend, Jörg. Tja, wäre das mit dem Gedächtnis mal so wahr. Ich merke in der letzten Zeit, wie mich das mehr und mehr verlässt. Aber mit bestimmten Dingen stimmt das schon. Ich wollte noch mal kurz, danke für die Einladung erstmal, ich wollte noch mal kurz auf den Teil zurückkommen, wo du gesagt hast, so wie viele Teile das jetzt werden, 20, 30 oder auch noch mehr. Also irgendwie fühle ich mich da erinnert an die satanische Medienagenda, wo wir mal eine Sendung machen wollten über Amanda Lear und das ausgedreht ist auch 226 Folgen. Was ich viel wichtiger finde, wie viele Folgen das sind, ist doch im Grunde egal. Es geht darum, welche Informationen hier vermittelt werden, welche Kenntnis hier vermittelt wird und auch welcher Ansatz den Menschen gegeben wird, um ihre eigene Nachforschung zu machen. Weil ich bin immer noch der Meinung, genau wie du auch, Michael, Dinge, die man nicht selbst erforscht, die man dann nicht selbst rausfindet, da bleibt immer so ein bisschen Fragezeichen. Ist das jetzt wahr? Kann ich dem glauben? Ne? Und die Leute sollten sich auch die Frage stellen, ob sie uns glauben können. Ich meine, wir lügen nicht mit Absicht, aber wir können auch nur die Wahrheit sagen oder die Dinge so weit belichten, wie wir selber darüber informiert sind oder wie wir uns selbst darüber haben informieren können. Und das heißt nicht, dass man jetzt absichtlich was weglässt oder absichtlich was verfälscht, sondern das heißt ganz einfach, dass man nicht eben alle wirklichen Fakten zur Verfügung hat. Und ich denke, wenn einem etwas deutlich geworden ist in dieser 20 abgelaufenen Folgen und der Folge, die jetzt auch kommt und die, die noch kommen werden, ist, dass man eine Figur irgendwie anschaut, die da auch nur in der Nähe irgendwas mit zu tun hat. Und je tiefer man in die Figur reinkommt, desto komplizierter alles wird und desto mehr Zusammenhänge wieder mal aufkommen. Und auf einmal kommen Zusammenhänge auf, selbst mit ganz früheren Lesungen, wie du ja auch schon gemerkt hattest, da mit Lesungen aus der satanischen Medienagenda oder mit Lesungen aus einer Television Serie oder mit Lesungen aus Science is the New Religion, was du da im Englischen machst, wie das alles miteinander verwoben ist. Das ist sowas von komplex, da kann man gar nicht sagen, ich mache da so und so viele Teile von. Was man sagen kann ist, ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten, der uns in alle Wahrheit führt, wenn wir die Bibel studieren, der uns aber auch führt in solche Untersuchungen. Jetzt können Leute natürlich sagen von Jörg, nein, das macht der Heilige Geist nicht, der leitet doch nicht in solche Untersuchungen. Doch, weil deswegen sitze ich überhaupt erst hier. Weil es war der Heilige Geist, es war der Anstoß von Gott, der mich damals dazu gebracht hat, überhaupt erst Untersuchungen zu 9-11 anzustellen, was mich für ihren feuchten Furz interessiert hat, was ich dann aber gemacht habe. Und durch diese ganzen Untersuchungen bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin. Und wir sind jetzt schließlich schon 11 Jahre später, fast 12 Jahre später. Und so lange kann sowas manchmal eben dauern. Nun,
Mit Kennedy haben sie die ganze Sache 50, 60 Jahre ruhen lassen und haben uns keine Informationen gegeben. Geben sie uns auch jetzt noch nicht. Und auch Michael ist nur auf das angewiesen, was er aus offiziellen Quellen bekommen kann. Entweder im Internet oder aus Büchern oder sonstigen Unterlagen, die er sich besorgen kann. Aber wir sind alle angewiesen auf die Informationen, die uns auch nur zur Verfügung steht. Ob das dann auch alles so ist oder nicht so ist, ja, viele Dinge sind eben logisch. Und logisch, weil unser gesunder Menschenverstand das sagt, logisch, weil wenn wir dann diese Fakten an die Bibel halten, wenn wir dann sehen, was sagt die Bibel zu diesem Thema oder im Allgemeinen zu solchen Themen, lass uns mal sagen, ne? Deswegen heißt der Titel ja hier, was sagt die Bibel über reale Verschwörung? Was sagt die Bibel darüber? Und wenn wir dann sehen, wie sich das in der Welt manifestiert, dann sehen wir uns doch bestätigt. Deswegen hat das aber diese Untersuchung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da kann Michael sich noch so sehr den Hintern abarbeiten und Untersuchungen machen. Aber ihr seid auch immer selbst dazu aufgerufen, selbst eure Untersuchung zu machen. Und wenn ihr vielleicht mal Dinge findet, die Michael noch gar nicht gefunden hat, dann teilt sie uns doch mal mit. Aber bitte nicht irgendwas aus der sogenannten Regenbogenpresse, sondern wirklich interessante Dinge. Das ist vielleicht auch mal ein Aufruf, den man hier zu Anfang starten kann. Und wir sagen ja hier, dieses Video heißt wahrscheinlich säkulare und klerikale Spurensuche. Und dazu habe ich jetzt gerade eben aufgerufen, Michael. Und das ist doch eine schöne Überleitung, dass du jetzt wieder übernehmen kannst. Ne? Mhm. Ja, wobei man auch säkular mit R schreibt. säkulär. Oder säkular, meinst du jetzt? Ja, jetzt muss ich mal selber gucken, wie das geschrieben wird. Meine Güte, säkular. Das ist echt schwierig. Im Englischen schreibt man säkular mit SE, ne? Also. So geht das manchmal, wenn man dauernd zwischen den Sprachen hin und her springt, ne? So ist das dann mit die Menze, ne? Okay, gut, jetzt machen wir weiter. Mit demselben. Es tut mir leid, aber das ist so, ich finde das so wichtig, dass wir wirklich sehen, wie tief das geht und wer mit wem. Und dann kommen dann plötzlich in den nächsten Sendungen, wird es dann, glaube ich, dann ganz deutlich. Nein, wir sind immer noch nicht im Anschlag drin, wir sind immer noch in der Vorgeschichte drin. Man könnte da, glaube ich, 1000 Folgen von machen. Es würde immer noch neue Dinge rauskommen, aber es kommen wirklich nur die wichtigen Dinge. Es geht ja darum, über säkulare und klerikale. Also es geht sich um weltliche und es geht sich jetzt hier um kirchliche Geschichten. Das heißt, es geht sich eigentlich hier um Dinge, die eigentlich so erstmal miteinander nichts zu tun haben. Aber da keiner irgendwie so in die ganzen religiösen und kirchlichen Hintergründe reingeht, reizt mich das dann besonders. Was wir aber erst machen wollen, vielleicht in dieser Sendung mal den Unterschied zu zeigen, wo die ganzen Sachen dann herkommen, dass wir erstmal so die ganze weltliche Geschichte nehmen und uns dann erstmal dann darauf konzentrieren, wie das jeder andere machen würde. Und dann vielleicht später mal gucken, wie würde das jemand machen, der sich für die Bibel und für Religion interessiert. Also jetzt Teil 21 ohne weitere Verzögerung. Es geht sich natürlich genau um den Lyndon B. Johnson. Er kennt dieses Foto und er kennt auch dieses Foto mit dem Grinsen bei der Inamtsnahme bei dieser sogenannten Vereidigung. Und jetzt geht's mal weiter. Es gibt ja unglaublich viele, viele Dokumentationen im Internet. Eine der interessantesten ist dieses Format, was übrigens 7 Stunden ist, die Menschen, die Kennedy umgebracht haben. Alleine schon der Titel dieser Dokumentation sagt aus, dass es dann wohl mehrere sind und nicht einer. Ne? Also nichts mit Lee Harvey Oswald. Oswald könnte ich in 30 Sekunden abfrühstücken, da könnte ich mindestens 4 Gründe nennen, warum der nicht da tätig geworden ist in der Art und Weise, wie die Regierung das den Menschen verkaufen will. Aber da sind wir noch nicht, da kommen wir dann später zu. Also Lee Harvey Oswald ist, wie gesagt, hier eigentlich in dieser Serie völlig unterrepräsentiert, weil eigentlich braucht er eigentlich gar nicht so viel Platz. Ne? Der war eh so schmal. Also die Menschen, die Kennedy gekillt haben. Oder die Schuldigen sozusagen. Das ist die letzte Stunde von 7 Stunden. Also müsst ihr euch nicht alles angucken. Interessant ist immer die Wortwahl. Dinge, die beispielsweise jemand sagt, in einem gewissen Hintergrund zu sehen. Bei 6 Stunden 32 wird über den Lyndon B. Johnson gesagt, er war ruthless. Das kenne ich. Ja? Dieses ruthless kommt genau vor in dem Satz von John F. Kennedy, der ja auch dann letzten Endes Thema und mit eins der Bilder des Intros ist, über diese monolithische Verschwörung. Ja, und das fand ich schon interessant, dass also genau das jetzt so war, dass die Autoren das jetzt hier in dem Kontext da benutzt haben. Ist jetzt nur ein ganz kleiner Hinweis, nur zum Warmlaufen. Nur zum Warmlaufen. Es gibt eine Aussage von einem Herrn Billy Sol Estes, der sagt, dass Lyndon B. Johnson verantwortlich wäre, direkt oder indirekt eben, für die Ermordung von mindestens 8 verschiedenen Menschen. Henry Marshall, George Krutikek, Ike Rogers, Harold Orr, Coleman Wade, Josepha Johnson, damit ist die Schwester von Lyndon B. Johnson gemeint, John Kinzer und
Nummer 8, Kennedy. Und da kann man, wenn man jetzt in diesen weltlichen Dingen interessant und jetzt auch wirklich da interessiert dran ist, kann man da gerne reingehen. Denn da sind wir bis morgen noch nicht fertig, wenn wir jetzt da reingehen und sagen, das hat der und der gesagt und der hat das gegen den gesagt und so weiter und so fort. Was man braucht, ist letzten Endes mindestens zwei verlässliche Quellen. Auch in der Bibel wird dann gesagt, dass man eben dann zwei Zeugen haben muss. Also wenn einer irgendetwas behauptet, ist es eine Behauptung. Wenn aber einer sagt, ja, das stimmt, was der behauptet, dann hast du einen Zeugen. Und damit hast du dann letzten Endes zwei, die dann sagen, das ist genauso gewesen, ich kann das bezeugen. Das ist ganz wichtig, dass man also jetzt nicht auf jede Schlagzeile irgendeiner Zeitung oder so reinfällt und dann sagt, ja, das ist dann genauso gewesen. Deswegen können wir uns alles das, was jetzt hier drin steht, als Meinung sparen, denn es sind keine Beweise, sondern nur Hinweise. Ja? Und wie gesagt, das kannst du alles nicht beweisen, was jetzt hier drin ist, deswegen skippe ich das jetzt hier einfach, damit ihr mal seht, wenn man sich jetzt alles durchlesen will, dann kommt man auf tausende Leute, die da mit zu tun haben, mit dieser ganzen Geschichte, aber es führt uns und euch eben genau nicht zur Wahrheit. Zur Wahrheit führt euch nur ein handfester Beweis, dass man also wirklich dann sagen könnte, guck mal hier, das haben mehrere Menschen gesagt oder das ist ganz klar, dass es so passiert ist oder es ist beispielsweise technisch nicht möglich. Bei 6 Stunden 39 wird gesagt, dass eben der Kennedy aus dem Weg geräumt werden sollte und dass das beispielsweise der Lyndon B. Johnson eine ganze Menge auf dem Kerbholz hatte, nicht nur irgendwelche Morde und Mörder, die er letzten Endes unter seinen Freunden hatte, sondern beispielsweise er schon damals geschummelt hat bei dem Box 13-Skandal. Der Box 13-Skandal ist ein Auszählungsskandal. Ja, da hat die USA eine lange Tradition mit. Ein politischer Skandal, der eben in, wo? Natürlich in Texas passiert ist. Während der Senatswahl 1948, wo der Lyndon B. Johnson gegen den Coke Stevenson angetreten ist. 6 Tage nach diesen Wahlen ist eben dann der Fakt aufgetreten, dass 202 zusätzliche Wahlstimmen gefunden wurden im Distrikt 13 von Jim Wells County und alle waren im Sinne von dem Herrn Johnson. Plötzlich tauchen da Stimmen auf. Und deswegen hat dieser Mann mit 87 Stimmen Vorsprung, ja, von ungefähr 1 Million gewonnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann man in Prozentzahlen fast gar nicht mehr ausdrücken. Also, der hat nur gewonnen, der hat nur den Senatsposten bekommen, weil er irgendjemanden hatte, der dann gesagt hat, hey, ich habe 200 Wahlzettel gefunden. Blöderweise waren diese Wahlzettel, so man Dokumentation glauben darf, alle mit derselben Handschrift. Also so viel dazu. Ne? Interessant. Was ich aber dann gefunden habe, ist jetzt nicht diese Mystery Box Nummer 13, sondern noch eine ganz andere Geschichte. Und dafür müssen wir jetzt mal zurückspringen. Denn diese Dokumentation sagt, es wären 201 Stimmen gewesen, die in Ellis in Texas ausgezählt worden sind. Und 201 wäre angeblich die Zahl der gematischen Zahl von CIA, also C plus I plus A. Wären 201 Votes und 200 wären von Johnson gewesen, eine für Stevens. Komisch, Wikipedia sagt mir 202 und alle anderen Quellen auch. Wer lügt jetzt? Und deswegen hat der Lyndon B. Johnson dann den Spitznamen bekommen, Landslide Lyndon, also diesen Erdrutsch-Lyndon, da er angeblich mit einer tierischen Übermacht gewonnen hat. Aber insgeheim wurde er benannt, der lügende Lyndon. Ne? Und 201, das wäre sehr interessant, wenn es 201 Stimmen wirklich wären, das würde nämlich behaupten, dass es etwas mit den Jesuiten zu tun hätte. Es gibt ein interessantes Buch von Marek Ingelot, auch ein Jesuit, SJ, wie die Jesuiten überlebt haben während ihrer Unterdrückung, die Sozietät von Jesu im russischen Empire. Da steht es nämlich genau drin, das ist dieses Buch von Marek Ingelot, also auch einem Jesuiten. Und hier steht eben drin, dass in 1773, wo die eben mit der päpstlichen Bulle oder halt auch nicht Bulle Dominik as Redemptor verbunden oder nein, verboten wurden, Katharina die Große, also die Zarin von Russland, eben die zumindest in Russland gerettet und aufgenommen hatte, und sie hat eben die 201 Jesuiten dann da beschützt. Interessant, ne? 201 Jesuiten. Ja. Und wie gesagt, das waren eben 201 Stimmen, aber nur in der Dokumentation. Auf Wikipedia und so weiter, speziell bei dem Box 13-Skandal, stehen immer 202. Also interessant, ne? 201, da war doch was. Ja, gibt eben schon so eine komischen Zahlen, ne? Aber wie gesagt, guckt euch das an in der Dokumentation, ne? Wer hat jetzt recht? Dieser Box 13-Skandal ist natürlich wo passiert? In Texas. Logisch, denn da war der Herr Lyndon B. Johnson ja federführend. Der ist erstens da aufgewachsen, zweitens hat er dem Senat angehört, war der Gouverneur und drittens war der was am Tag der Ermordung von Kennedy? Vizepräsident. Und was war der dann noch? Präsident. Ging ganz schnell, ohne Wahl. Und
Da hatte auch niemand eine Wahl, denn er ist automatisch zum Präsidenten befördert worden, weil irgendjemand den Kennedy umgebracht hat. Also, hier steht auch wieder drauf: Histories Mysteries. Sehr interessanter Titel: Histories Mysteries. 202 zusätzliche Stimmen wurden gefunden. Und wenn dann die Dokumentation sich bei der Anzahl der Stimmen vertan hat und dann trotzdem eine für den Stevens gewesen wäre, wären es immer noch 201 Stimmen. Also wie gesagt, man kann uns auch aufs Glatteis führen. Ich wollte nur mal benennen, 201, eine sehr, sehr interessante Zahl. Ne? Precinct 13, auch interessant. Da gab es mal von John Carpenter einen Film, der heißt The End. Das war dann auch, glaube ich, im Precinct 13. Müsste ich mal nachgucken. Werde ich sonst rausschneiden. So, aber wie gesagt, wenn man also mit 87 Stimmen bei 1 Million dann über vorne liegt, dann ist es letzten Endes natürlich ganz klar, wenn man das nicht anfechtet und so weiter und so fort, das riecht dann schon nicht nur, das stinkt dann schon, ne? Nach Wahlbetrug, ganz klar. Also von daher, Lyndon B. Johnson immer ganz vorne dabei, wenn es sich darum geht, an die Macht zu katapultieren, mit welchen Mitteln und mit welchen Menschen dann auch immer. Also deswegen ist seine Wahl zum Senator damals schon nicht sauber gelaufen, ne? Klar, Das ist ja auch sechs so ein Tage Hubschrauber, wie später. ABBA damals hatte, ne? Bitte? Das ist ja auch so ein Hubschrauber, wie ABBA damals hatte, ne? Sieht Ja, genauso aus, ne? aber überleg mal wirklich, wenn der damals schon durch solche Tricks erstmal ins Amt gehievt worden ist, dann muss er damals aber schon ganz mächtige Freunde gehabt haben. Natürlich, ich wollte noch mal kurz auf den Hubschrauber raus. Das erinnert mich an das Bild da Hubschraubschrauber. von diesem ABBA-Album, Arrival. wo sie da alle vier, ja, wo Arrival. sie Ja, da das quasi, war immer das so sieht doch schön genauso durchsichtig, aus. die Kapsel, Genau deswegen erinnert mich das daran. ja. Entschuldigung, aber das musste ich mal kurz loswerden. Ja, du bist halt so ein verkappter Aber-Fan, ne? Ja. Thank you for the music. Und deswegen kann man nichts anderes sagen, als dass also in Texas schon Wahlbetrug und Mauschelei und Korruption wirklich schon ganz, ganz bekannt, berühmt, berüchtigt sind. Dann ist mir Folgendes ins Auge gesprungen. Und zwar das hier. Da habe ich gedacht, jo, das hat jetzt noch gerade gefehlt. Der 1963 amtierende Senator in Texas, von Texas, heißt John Connally. Und John Connally war der Wahlkampfmanager von Lyndon B. Johnson. Und da sitzen doch wieder alle in einem Boot. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der John Connally, der genau vor Kennedy gesessen hat, wenn der früher der Wahlkampfmanager und Best Buddy, also richtig dicker Kumpel von Lyndon B. Johnson ist, wenn der Lyndon B. Johnson Vorkenntnis gehabt hat von diesem Attentat, dann zählt einfach bitte 2 und 2 zusammen. Und er hat gesagt, Mensch, also wenn nicht irgendein Wunder geschieht, ne, da sind wir jetzt hier drin, da sind wir der Gewinner. Also, wie gesagt, egal wie, egal wie, John Connally ist in einem Boot mit Lyndon B. Johnson. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, die man vielleicht bis jetzt hatte und dachte, ja gut, das ist das arme Opfer. Da werden wir noch einiges zu sagen. Da werden wir noch einiges zu sagen. Wir werden sehen, dass im Endeffekt der Herr Kennedy in Texas, wenn man so will, keine Freunde hatte. Vor allen Dingen nicht, weil in Texas natürlich alles auf Seiten der Texaner irgendwo geregelt wird. Und der Herr Kennedy hat dann ganz vielen Texanern eine ganze Menge Ärger gemacht, auch finanzieller Art. Das haben wir in der letzten Folge schon mit dieser Ölpreisgeschichte gemacht, ne? Und deswegen muss ich jetzt auch nicht in jeden reingehen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass wenn man nicht weiß, dass der Gouverneur Connally Wahlkampfmanager von Lyndon B. Johnson gewesen ist, dann glaube ich, gibt das dem ganzen Fall eine ganz andere Würze, ne? So, da sieht er mal Lyndon B. Johnson, ne? Ein total friedliebender, freundlicher und umgänglicher Mensch. Ja, also jetzt zumindest im Privaten vielleicht, aber halt nicht offiziell, ne? Ich meine, dieses Foto mag gestellt sein. Aber nun ja, ihr seht da jetzt den Vizepräsidenten und der Präsident Kennedy sagt, ey, mal langsam. Ne? Also wenn es kein gestelltes Foto ist und ich habe mehrere Fotos von Lyndon B. Johnson, der Mensch ist sehr groß, der ist 1,92 ungefähr groß, der ist extrem mächtig und der kann extrem unangenehm werden, weil er Verbindungen zur absolut organisierten Kriminalität hat. Und jetzt meine ich noch nicht mal die Mafia, ich meine zu wirklich richtigen Hitmen, also zu richtigen Mördern. Und dann bekommt die ganze Geschichte mit Kennedy noch ein ganz anderes Geschmäckle. Ne? Das ist ja völlig egal, in wen du jetzt hier reingehst und in welchen Gerichtsprozess und so weiter. Ne? Hier habt ihr beispielsweise mal John F., Robert Kennedy und Lyndon B. Johnson. Ich habe ein Bild gefunden,
Ich werde es später mal benutzen. Ich habe ein Bild gefunden, wo also der Robert Kennedy nach der Ermordung von seinem Bruder extrem ärgerlich ist und wo er eigentlich schon so fast auf den Linden physisch losgeht, wenn das auch wieder nicht gestellt ist. Aber wie gesagt, hier vertragen sich die beiden überhaupt nicht. Ja? Und Lyndon B. Johnson ist ein absoluter Machtmensch. Warum er das ist und wer ihn unterstützt, kommt gleich. Ihr seht immer noch hier die Männer, die eben Kennedy gekillt oder umgebracht haben, sozusagen. Hier seht ihr Lyndon B. Johnson, der ist ja immer mit am Boot, ist der Vizepräsident. Also wenn John F. Kennedy zum Beispiel krank wäre, verhindert wäre oder sich ein Bein gebrochen hätte oder wegen seinem Rücken, was weiß ich, dann würde der Lyndon B. Johnson die Geschäfte führen. Ne? Da geht es ja immer drum. Und deswegen gibt es viele Menschen, die dem Lyndon B. Johnson zugearbeitet haben. Einer von denen heißt Clark und ist dann auch Rechtsanwalt und so und hat sich hier in diesem Hotel angeblich mit einigen einflussreichen Menschen getroffen. Unter anderem dem späteren Präsidenten Richard Nixon, der bekannt ist wofür? Für Watergate. Und viele sagen, dass die Watergate-Affäre dann auch viel mit dem Fall von John F. Kennedy zu tun hat. Mhm. Naja. Und es gibt auch eine andere Verzweigung, wenn man die wirklich benutzen will, dann seid ihr ja bis nächstes Jahr noch dran, dann geht diese Serie 10 Jahre, wenn man wirklich sieht, welche Menschen der Herr Kennedy um sich geschart hat. Nochmal, Dallas liegt bekanntlicherweise in Texas. Das weiß man nicht erst seit der Fernsehserie mit J.R. Ewing und Patrick Duffy und mit, was weiß ich wo, ja, mit Lucy und, ach, Lucy auch wieder eine dabei, genau. Sondern man sieht das, weil letzten Endes Dallas auch so eine Ölförderstadt ist. Das seht ihr ja in dem Intro von der Fernsehserie schon. Und es gibt einen Geschäftsmann, ist immer so eine Bezeichnung für jemanden, der eigentlich nur hinterm Geld her ist anscheinend. Ein Businessman, der heißt David Harold Dryhole, also trockenes Loch, Bird, ne? Das ist D.H. Bird wird er auch genannt in dieser Dokumentation. Der hat 1941 die Civil Air Patrol gegründet und guck mal, wer da Mitglied geworden ist, gewesen ist, ist LHO. LHO steht jetzt nicht für irgendeine Luftfahrtorganisation, sondern für Lee Harvey Oswald. Also, guck mal, da hat irgendeiner mit irgendjemandem in Dallas zu tun. Das ist sehr interessant, denn dieser Herr David Hole Bird ist derjenige, der zu dem Zeitpunkt des Attentates auf Kennedy der Besitzer gewesen ist. Von dem Texas Schoolbook Depositorium. Und jetzt kommt es noch dicker. Dieser Mann, dem zum Zeitpunkt des Attentates dieses Texas Schoolbook Depository gehört hat, hat dieses Window, also dieses Fenster, dieses angeblichen Anschlags, von dem John F. Kennedy erschossen worden ist, abmontiert und hat das an einer Wand in seinem Zuhause aufgehängt. Da muss man noch nicht jetzt irgendwie dran denken, so in welcher Stimmung dieser Mensch ist, oder? Meint er, der sammelt Windows? Der sammelt Fenster oder so? Oder Fassaden? Ich glaube eher, dass das eine Trophäe ist, die sich jemand dann zu Hause hindenkt und sagt, guck mal hier, ne? Das berühmteste Fenster der Welt vielleicht. Ist, glaube ich, schon, es überschreitet, glaube ich, schon die Spur des Makabren, wenn man dann mal sieht, dass der Besitzer des Schoolbook Depository, wo angeblich der Meisterschütze Lee Harvey Oswald gestanden hat, dass dieses Fenster dann angeblich jetzt bei dem damaligen Besitzer zu Hause hängt oder hing. Ich sag nochmal, der Herr Kennedy hat meiner Meinung nach in Texas allgemein und in Dallas ganz im Speziellen, je weiter man in der Hierarchie nach oben kommt, keine Freunde gehabt. Und deswegen war das der denkbar schlechteste Termin, den er sich hat aussuchen können und der denkbar günstigste Termin für die Menschen, die ihn loswerden wollten. Da können wir jetzt unendlich reingehen, die ganze Freundesliste des Herrn Lyndon B. Johnson. Das ist, alle partizipieren nach der Ansetzung von Lyndon B. Johnson. Der eine wird jetzt hier Botschafter in Australien, der andere verdient 50.000 Dollar, der nächste hat dann dieses und so weiter. Die werden alle befördert, ne? Mhm. Ja, ja. Müssen wir doch mal unseren E. Howard Hunt fragen, ne? Der gesagt hat, Mensch, der amerikanische Spion. Meine geheime Geschichte in der CIA-Watergate-Affäre und dahinter. Und wenn man sich das durchliest und so weiter, dann wird man bis morgen noch zu tun haben. Es ist klar, dass die CIA alles durchwoben hat, alles, was Geld hat, alles, was Einfluss hat. Die haben immer Kontakt zu CIA-Agenten. Das ist ganz klar. Man hat Auslandsverbindungen, man hat Auslandsfirmen, man hat irgendwelche Auslandseinkommen, Vermögen und so weiter und so fort. Also ihr könnt jetzt dem Herrn, das ist das Problem, ihr könnt jetzt hier dem Herrn Hunt glauben oder halt nicht.
Dann müsst ihr nämlich dann glauben, beispielsweise, dass es da einen Attentatsschützen gegeben hat, wenn man da in die Geschichte reingehen, namens Lucien Sarti, der eben dann den tödlichen Schuss abgefeuert hat. Das finde ich sehr lustig auf der einen Seite, dass man extra jemanden aus Frankreich holen musste, damit der Verdacht auch ja nicht auf die CIA fällt. Gell? Das ist jetzt so meine Idee dazu. Und er hat hier beispielsweise auch ein Kapitel geschrieben über den Anschlag an Präsident Kennedy. Das ist in diesem genauen Buch. Und er hat gesagt, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun. Und das ist, er wäre überhaupt nicht in Dallas gewesen und er wäre auch nicht der Teil eines Anschlagsplots gewesen. Weil er hatte keine Kenntnis davon und so weiter und so fort. Ihr könnt im Endeffekt keine Bücher von irgendwelchen Geheimagenten lesen, weil die sind ja zur Verschwiegenheit verpflichtet und die sind da letzten Endes dann eben dafür da, um eben nicht die Wahrheit zu sagen und ihre Leute dann auch zu schützen. Deswegen können wir eigentlich jetzt hier alles vergessen, was der Herr gesagt hat, außer seine Aussage von vor ein paar Sendungen, dass er eben dann sagt, Mensch, die Jesuiten haben den besten Geheimdienst. Das einzige Mal, wo er in seinem Buch die Jesuiten benennt, ist in einem Jesuitencollege in Kuba, wo er einen sogenannten Favoriten benennt, und zwar heißt der Manuel Artime. Und er wurde eben dann ein Psychiater, um eben dann Psychiatrist, um eben dann Fidel Castro ist damit gemeint, dann eben dann in der Sierra Maestra dann zu Gesellschaft zu leisten. Aber nochmal, ich gehe jetzt hier nicht in jedes einzelne Buch ran, weil dann haben wir nämlich dann bis nächstes Jahr wirklich noch genug damit zu tun. Ich sage halt einfach nur, es gibt genug Hinweise, dass da die Geschichte mit Watergate zu tun hat, mit Kennedy, alleine schon aus dem Grunde, weil einfach bewiesen ist, dass Richard Nixon, derjenige, der unter dem Watergate-Skandal am meisten zu leiden hatte, nämlich dann seinen Job verloren hat, dass der an dem Anschlag mit beteiligt war. Denn er war ja auch einer der Nutznießer. Ne? Nixon, erinnert euch vielleicht noch, war der Gegenkandidat gewesen von John F. Kennedy bei der Wahl von 1960. Also da kann man nicht sagen, dass der Nixon ein Kennedy-Sympathisant gewesen ist. Der war ja sein Gegner. Ne? Deswegen sagt auch jetzt hier der E. Howard Hunt, es gibt die wildesten Spekulationen. Aber wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Wir arbeiten einfach hier Fakten auf. Ne? Nochmal, dieser Herr Byrd, ja, der ist nicht umsonst jetzt hier so ganz prominent. Wie gesagt, guck mal hier, der ist ein Militärmensch. Dieser Mensch hat tatsächlich dieses angebliche Fenster eben an seiner Wand zu Hause montiert. Und das würde er nicht machen, wenn der ein Fan von John F. Kennedy wäre, würde ich mal sagen. Ich würde sowas machen, vielleicht, wenn ich Fan von Lee Harvey Oswald wäre. Aber nochmal, Lee Harvey Oswald hat niemanden erschossen. Wenn ihr den Daniele Ganser glauben wollt und auch Untersuchungsberichten der Dallas Police, dann gibt es keine Schmauchspuren, also keine Pulverspuren an seinen Händen. Wie schafft man das denn? Naja, es gibt Menschen, die den, ich muss immer mit den ganzen Abkürzungen aufpassen, die den Lyndon B. Johnson direkt belasten. Einer davon spiele ich jetzt mal eben ein. Das dauert 11 Sekunden. Und das ist ein nicht uninteressanter Nachtclubbesitzer, der auch gute Verbindungen zum Geheimdienst hat, weil nämlich unter seinen Kunden auch viele Geheimdienstmenschen gewesen sind, unter seinen Kunden auch viele Zeugen des JFK-Falls sind, die dann auch nachher umgekommen sind teilweise. Der Mann heißt Jack Ruby. Der Mann hatte freies Schussfeld und ist dann einfach in den Keller der des Police reingegangen mit einem Revolver und hat einfach den Oswald erschossen. Einfach so. Klar, wenn ich natürlich dann auch wieder zig Menschen um mich herum habe, also Polizisten, die alle bewaffnet sind, ne, dann ist es natürlich ganz einfach, eine Waffe zu ziehen und jemanden umzubringen, oder? Also anscheinend scheint in Dallas alles zu schlafen, was mit Bewachung von irgendwelchen Menschen zu tun hat. Also die ganze Dallas Police und Leibwächter und so weiter scheint immer alles irgendwie immer so im Halbschlaf oder halt im Trunkenschlaf, in Trunkenheit zu tun zu haben. Er sagt ja ganz klar, wo er gefragt wurde und so weiter, was jetzt mit dieser ganzen Geschichte ist, weil er ist ja verhaftet worden als mutmaßlicher Mörder. Ich meine, das Ding ist auf Video, ja, da kommt da schlecht drum rum und es haben ja auch genug Zeugen drum rumgestanden. Er hat gesagt, die Antwort ist der Mensch, der jetzt im Amt ist. Damit kann er natürlich eigentlich niemand anderen meinen als Lyndon B. Johnson. Ja, klar, da gibt es genau dieses Bild, wo Jack Ruby jetzt hier den Lee Harvey Oswald erschießt. So, und hier stehen wie viele Polizisten rum? Guck mal, und da ist auch direkt ein Reporter zur Stelle. Wirklich, wenn ich einem eine kugelsichere Weste gegönnt hätte, wäre das dem Oswald. Denn da hat man wieder den Falschen erwischt, der nachher nicht mehr reden konnte. Aber wie gesagt, das passiert im Dallas Police-Quartier. Das passiert nicht irgendwie in einer dunklen Straße oder so, jemand aufgelauert. Nein, der Mann wird hier abgeführt und das steht hier genug Offizielle rum. Das ist unglaublich, oder?
So sieht das amerikanische Fernsehen dann plötzlich die Live-Ermordung von Lee Harvey Oswald. Das ist wie Soap-Opera. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Könnt ihr euch das vorstellen in Deutschland? Ja, da hat irgendjemand gerade jetzt den Herrn Herrhausen ermordet, ja, und nur mal als Beispiel jetzt, oder den Herrn Schleyer erschossen, was weiß ich, und ja, plötzlich kommt dann jemand und geht dann in den Keller des Bundeskriminalamts, ja, und erschießt halt irgendjemand, der verdächtig ist. Also, finde ich phänomenal, aber gut, in Amerika ist eben alles irgendwie anders, abgesehen davon, dass die alle Schusswaffen besitzen dürfen. Zumindest noch. Geht weiter. Das letzte Autogramm, was der John F. Kennedy angeblich gegeben hat, ist eben ein Autogramm der Dallas-Zeitung an dem Morgen seiner Ermordung, logischerweise am 22. November 1963. Fand ich sehr interessant. Habe aber diesen Artikel nachher aufgeklebt, bevor ich nämlich was gesehen habe. Habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Was steht da drin? Also, das ist die Zeitung vom 22. November 1963. 54 Seiten in vier Sektionen. Die Dallas Morgenneuigkeiten. Ein Sturm der politischen Kontroverse wirbelt um Kennedy herum bei seinem Besuch. Logischerweise wo? Klar, hier ist Love Field direkt benutzt, also hier benannt. Ja, und das ist jetzt hier nicht Love Field, aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Frau Kennedy hier anders angezogen ist. Ja, und das ist der Herr Kennedy jetzt, der jetzt hier schreitet mit seinem, meinetwegen mit seinem Korsett. Ja, viele Menschen irgendwie immer den Herrn Kennedy nur im Korsett sehen. Aber gut, so viel dazu. Er ist jetzt hier gerade in San Antonio Aerospace Medical Center, gefolgt von Lyndon B. Johnson. Das heißt, der ist sein Schatten, ne, der Herr Johnson. Habe ich mir gedacht, gut, das ist ja sehr interessant. Dann liest du mal, was da drin steht und so weiter. Und da steht also eine ganze Menge drin, dass also er eine ganze Menge Probleme hat im Augenblick, der Herr Kennedy, zu dem Zeitpunkt, wo er in Dallas war. War nicht alles eitel Sonnenschein, bis auf das Wetter natürlich. Ne? Das Wetter steht hier unten rechts. Das hatten wir ja schon. Ne? Weather Today's Index. Ne? Und der Herr Johnson hat ja auch schon mal 1962 schon etwas von Wetter und Wettersatelliten und von demjenigen gesprochen, der das Wetter beherrscht, der wird die Welt beherrschen. Ja. Aber dann habe ich mir diese Zeitung mal angeguckt, habe ich mir gedacht, die Schlä trifft der Schlag, das kann doch nicht wahr sein. Wenn diese Zeitung tatsächlich authentisch ist, gucke ich mir nur mal die Headline an, also die Überschrift. Und zwar diesmal nicht die Überschrift von dem Besuch, sondern die Überschrift von der Überschrift. Also diese Zeile hier: The Dallas Morning News. Jetzt guck mal, was da steht. Ist das ein Hammer? Der Herr Nixon, der Gegenkandidat von John F. Kennedy in der Präsidentschaftswahl 1960, der verloren hat, sagt in der Dallas Morning News am Tag der Ermordung, dass John F. Kennedy Johnson aus der Regierung 1964 entfernen wird. Wenn das richtig ist mit dieser Zeitung, kann man ja alles fälschen, ja? Dann frage ich mich eins. Wir wissen, dass der Herr Nixon genauso ein Gegner gewesen ist von dem Kennedy wie Lyndon B. Johnson. Wenn der Herr Nixon das sagt in dieser Zeitung, dann weiß das der Johnson auch. Wenn diese Zeitung tatsächlich nicht nur 5 Cent wert ist, sondern eine veritable Information bietet, dann wissen das eine ganze Menge Menschen an dem Tag vom 22. November 1963. Dass die Bombe hier ist, nicht hier, die Bombe ist da. Das heißt, wenn das jetzt hier tatsächlich stimmt, ich habe es maximal vergrößert hier, ja, dann heißt das Folgendes: In der Dokumentation Everything's a Rich Man's Trick wird gesagt, dass sich am Vorabend, wir reden jetzt vom 21. November, am Vorabend des Attentates, auf dem Gebäude, auf dem Areal des Ölmilliardärs oder Millionärs, des Ölmilliardärs Clint Murchison, der Herr Nixon verabredet hat, der Herr Hoover, der Chef des FBI, zugegen war und später als Überraschungsgast, ne, Lyndon B. Johnson aufgetreten ist. Und wenn jetzt der Herr Nixon in einem Tag später auf dieser Zeitung sagt, dass JFK den Johnson rausschmeißen wird, dann wusste das der Herr Nixon auch einen Tag vorher, denn irgendwann muss die Zeitung doch erstmal gedruckt werden. Also wusste der Johnson das auch. Das heißt, die wussten das alle. Nicht nur die Geliebte von Lyndon B. Johnson wusste das, sondern anscheinend auch diese Zeitung, anscheinend dieser Nixon, anscheinend, wenn die Information richtig ist, und die kommt am 22. November 1963 raus, dann ist doch ganz klar, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Entweder der Johnson wird rausgekickt, und der hat ja noch hier seinen Prozess und seine Senatsuntersuchung am Hals mit Bobby Baker, ihr erinnert euch, oder aber die andere Seite, sprich JFK, muss eben raus aus dem Spiel.
Da habe ich gedacht, das ist ja mal echt ein interessanter Fund. Also wenn das jetzt wirklich ist, dann ist es wirklich interessant, weil dann sind die ganzen Leute, die also vorher sich getroffen haben, die wussten genau Bescheid, dass der Kennedy eben nicht den Lyndon B. Johnson weiter verpflichten wollte. Ihr erinnert euch an letzte Folge mit der Evelyn Kennedy, der Sekretärin von John F. Kennedy, die das in ihrem Buch geschrieben hat. So. Ja. Also soweit erstmal meine Recherche in dem allgemeinen weltlichen Teil. Ne? Hier ist nochmal der Ausschnitt aus Everything's a Rich Man's Trick. Die Ölmenschen wollten eben dann überhaupt nicht mehr mitspielen, weil die wollten ihren Krieg haben, die wollten Geld verdienen und Kennedy hatte die gerade aufs Trockene quasi gesetzt mit seinen Gesetzen, die er verabschiedet hat. Und John F. Kennedy wollte wohl auch dann Truppen abziehen und so weiter und so fort aus Vietnam. Und deswegen sagt diese Dokumentation zu Recht, dass eben der Lyndon B. Johnson gegenüber mindestens zwei Menschen gesagt hat, morgen werden mich diese Punkt, 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 Punkt von Kennedy niemals mehr in Verlegenheit bringen. Das ist ganz klar. Der hat mit den richtigen Menschen zusammengesessen an dem Abend. Nämlich mit dem Richard Nixon, späterer Präsident, der wurde dann quasi befördert, wenn man so will. Und mit dem Herrn J. Edgar Hoover. Und wer ist J. Edgar Hoover? J. Edgar Hoover, wissen wir doch auch, ist der Chef vom FBI. Und wenn es irgendjemanden gibt, der der Polizeibehörde von Dallas übergeordnet ist, dann ist das das Federal Bureau of Investigation, also FBI. Das heißt, alle Beweise, die es zu dem Tag von der Ermordung von John F. Kennedy gibt, unterliegen der Verwaltung und der Obhutnahme von J. Edgar Hoover. Und damit ist doch ganz klar, da kann er noch so viele Geschäfte machen, der J. Edgar Hoover mit Robert Kennedy. Hin und her und her und hin und abhören von Martin Luther King und so weiter, ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass J. Edgar Hoover Teil dieser Vereinbarung an dem Abend vorher gewesen ist, die ja angeblich laut dieser Dokumentation, ich sag mal Vorsicht vor Dokumentation, die Dokumentation legt euch einen Pfad, auf dem ihr euch dann bewegen dürft. Ihr dürft euch bei mir auf jeden Pfad bewegen, aber ich versuche mich auf den Pfad der Wahrheit zu bewegen. Und wenn ich zwei Quellen habe, die sagen, abends haben sich die und die Leute getroffen, am Vorabend der Ermordung und Lyndon B. Johnson hat das gesagt, dass er eben nicht mehr von den Kennedys belästigt werden wird, das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen, hat er ja auch noch gesagt hier. Ja, that's no threat, that's a promise, das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Dann ist ganz klar, dass der Lyndon B. Johnson mutmaßlich an der Verschwörung gegenüber dem John F. Kennedy beteiligt sein muss. Und er musste ja auch darüber informiert sein, alleine schon durch den Herrn Nixon, dass er eben dann in der zukünftigen Regierung eben nicht mehr da teilnehmen würde und demzufolge nicht nur jetzt eben diesen Prozess oder diese Senatsuntersuchung zu erwarten hatte mit eventuell einer Geschäft, mit einer eventuell einer Geldstrafe oder aber auch Gefängnis, sondern auch eventuell dann seine diplomatische Immunität und tausend andere Geschichten. So viel mal eben zu der Kurzrecherche von Lyndon B. Johnson. Ja, wenn man sich wirklich die Zeitung anguckt und diese Zeitung ist, hoffe ich zumindest offiziell, dann kommen da noch ganz andere Geschichten. Wenn er dann erzählt, von wegen Lyndon B. Johnson wusste das nicht und er hat sich nur zufällig geduckt auf der Elm Street, ich denke mal, die Indizien machen jetzt alle Stück für Stück wirklich richtig Sinn. Es gibt hier eine Webseite, die das eben dann beschreibt, dass eben er gegenüber jemandem genau diese Zeitung unterschrieben hat, was ja sehr interessant wäre. Denn wenn diese Äußerung stimmt, ich gehe mal eben hier rein, dann hat er hier, ich versuche dieses Bild jetzt mal größer zu machen, hier, wie ihr seht, hat er hier darüber und hat er hier drauf unterschrieben. Ne? Aber wenn er hier drauf unterschrieben hat, weiß ich nicht, ob er sich die Zeitung durchgelesen hat. Ja, das kann ich natürlich nicht sagen. Guck mal hier steht das nämlich oben drin, hier mit dem JFK made Rob Johnson in 64. Ich weiß nicht, was davon stimmt. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich mir diese Zeitung dreimal angeguckt habe. Erstens wegen der Schlagzeile, zweitens letztens wegen dem Wetter und drittens heute nochmal wegen diesem kleinen, aber wichtigen Unterschied. Dass also da eine Meldung drin steht, dass der Lyndon B. Johnson eben rausgeworfen wird. Genau wie Alan Dulles zum Beispiel. Und diese Zeitung sagt jetzt hier, if, also wenn es geregnet hätte, dann wäre Jacqueline Kennedy nicht mitgekommen. Und wenn eben so und so weiter und so weiter, wenn diese ganzen Menschenmengen eben nicht so tief gewesen wäre, dann wäre die Limousine nicht so langsam gefahren. Oder wenn der Fahrer, als er die Schüsse gehört hat, eben schneller gefahren werden und so weiter und so weiter. Und wenn und wenn und wenn, wenn, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre mein Onkel Millionär, haben wir mal gesagt. Ne? Also deswegen ist alles uninteressant. Diese Zeitung behauptet jetzt, sie wüsste, was passiert ist. Diese Zeitung sagte zum Beispiel jetzt hier, dass der Herr Kennedy das und das getragen hätte, eine Bandage und auch eben sein Korsett.
für seine chronische Rückenverletzung und so weiter und so fort. Das ist alles uninteressant, weil das kannst du nicht beweisen. Es gibt wiederum keine Zeugen dafür. Aber wenn diese Zeitung halt authentisch ist, dann gibt es dann schon die Maßgabe, dass tausende Menschen wussten, dass der Lyndon B. Johnson nicht weiter Vizepräsident sein würde, sollte Kennedy gewählt werden. Ist ja klar, das ist erstmal die Bedingung. Seltsam finde ich diese Äußerung jetzt hier, dass eben dass er John F. Kennedy jetzt eben eine Dallas-Zeitung jetzt hier hochgehoben hätte und dass es eben eine britische Anzeige gewesen wäre, die ihn jetzt wegen Verrats bezichtigt hätte. Und er hat dann eben wohl im Raum gesagt, es wäre also jetzt nicht sehr schwierig, ihm also irgendwie den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu erschießen. Das Einzige, was er machen musste, muss es ein hohes Gebäude sein und muss eben eine High-Powered Rifle, also eine starke Waffe haben mit einem Fernglas drauf und du kannst eben nichts dagegen machen. Also ob das jetzt alles stimmt, weiß ich nicht. Wäre also ein bisschen Zufall zu viel, aber wie auch immer. Alles, was hier drin steht, muss ich erstmal glauben. Ich glaube auch nicht die Ankunftszeit, ich glaube lieber eine Minute später, aber das ist jetzt alles nicht wichtig. Hier steht jetzt drin beispielsweise, also in dieser Zeitung, die über den Tag schreibt, steht drin, die Sonne scheint und die Menschenmengen wollen Jacqueline sehen und der Präsident möchte, dass sie gesehen wird, weil sie soll ja für ihn in Texas Werbung machen und deswegen werden sie auch keiner der drei möglichen Dächer dieses Autos jetzt eben benutzen. Ne? Also weder das Stoffdach und so weiter, das würde eben die Sicht blockieren, das Plastik und so weiter, das hätte zwar eine Kugel abgehalten und das dritte aus Metall, das würde also sogar einen Gewehrschuss überstehen und so weiter und so fort, aber die haben alle nicht gebraucht, weil eben die Jacqueline Kennedy so hübsch ist und gesehen werden sollte. Ne? Gesehen und gesehen werden. Ja, und soweit uninteressant alles, was hier drin steht. Ne? Die Frau von Connelly hat also angeblich zu John F. Kennedy gesagt, also du kannst nicht mehr behaupten, Mr. Präsident, dass Dallas dich nicht lieben würde. Und der Präsident hätte auch gesagt, nein, nein, also das kannst du wirklich nicht. Das kannst du alles nicht beweisen. Ja, das sind alles Einzelaussagen und nochmal, also ich bin immer ganz vorsichtig. Wir werden demnächst Sitzungen und Sessions hier haben, wo wir überhaupt nicht mehr auf irgendeine Geschichte gucken, sondern einfach mal logisch denken werden. Genau die ganzen Geschichten. Ich weiß schon genau, warum ich das grün gemacht habe, aber ich möchte mir die Spannung noch ein bisschen erhalten. Also wenn ihr kommentiert, bitte nur zu dem Video und bitte nicht zu den Geschichten vom 22. mit der Ermordung. Lasst uns bitte alle die Spannung, dass wir wirklich dann nachher sehen, ey, das gibt's gar nicht. Und doch, es gibt Dinge, die gibt's einfach nicht und es gibt einfach Dinge, die passieren einfach so. Ja? Das passiert einfach so. Ja, und deswegen klicken wir uns jetzt direkt hier raus und gehen auf eine andere Seite über den Jesuiten gestohlten Lyndon B. Johnson. Denn jetzt wird es erstmal richtig spannend. Jetzt gehen wir nämlich genau von der säkularen Welt, wo es alles nur darum geht, um Männer, Frauen, irgendwelche Taten, irgendwelches Geld und irgendwelche Verstrickungen, gehen wir jetzt wirklich mal in die Geschichte. Was sagt denn jetzt so die klerikale und die religiöse Seite von dem Herrn Lyndon B. Johnson? Was ist denn da passiert? Diese Seite hier sagt, dass es eben eine berüchtigte Rede gäbe über die Trennung von Kirche und Staat in Houston. Und genau diese Rede, die wir uns in Folge 11, wenn ich richtig im Kopf habe, dann angeguckt haben. Und diese Webseite behauptet, This got him killed, Kennedy being a liberal Catholic. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der wenigen Augenblicke, wo ich absolut übereinstimme. Der Unterschied von Kennedy zu den normalen Medien ist nicht, dass wir nach dem Mörder suchen, sondern wir suchen nach dem Motiv. Wir suchen nach dem Grund. Wir suchen nach cui bono. Wir suchen nicht nach irgendjemanden, der jetzt vielleicht mal ein super Meisterschütze irgendwo gewesen ist, weil der ist austauschbar. Ja, aber das Motiv derjenigen, die diesen Mörder, wer es immer gewesen sein mag, dann auch wirklich jetzt hier beauftragt hat, das lässt doch letzten Endes dann Rückschlüsse darauf zu, was da passiert ist. Und wenn es jetzt so ist, dass der Herr Johnson um jeden Preis vermeiden musste, dass er politisch dann abserviert wurde, dann ist doch ganz klar, dann kam ihm das Attentat am 22.11. zumindest gelegen. Und da er diese Äußerung gemacht hat am Vorabend, ist es ja dann nur wahrscheinlich, wenn diese Äußerungen stimmen, dass er damit verwickelt worden ist und dass er weiß, wer die Hintermänner sind. Gucken wir uns jetzt nämlich genau mal den Hintergrund an, wo der Herr Lyndon B. Johnson in den Vereinigten Staaten von Amerika überall rumspringt.
Sein sogenannter Krieg gegen die Armut und so weiter hat eben dann Milliarden von Wohltätigkeitsgeld und so weiter zu eben katholischen Organisationen dann eben gebracht. Und das war genau das, wo der Kennedy dagegen war. Deswegen habe ich schon mal gesagt, dieses Foto im Gegensatz zu JFK spricht dann auch Bände. Ne? Wo man unbedingt reingehen muss, ist dieses sogenannte Johnson's Amendment. Also dieses Johnson-Amendment ist eine vom späteren amerikanischen Präsidenten Lyndon Johnson 1954, also 9 Jahre vor Kennedy, umgebracht worden, eingebrachte Ergänzung zum IRC, dem Bundessteuergesetz der Vereinten Staaten von Amerika. Die Regelung hindert die unter Paragraf 501c3 des Gesetzes steuerrechtlich als gemeinnützig anerkannten Organisationen und Verbände daran, sich politisch zu engagieren. Aber dafür werden sie dann auch steuerlich bevorzugt. Am besten wäre das wahrscheinlich, dass der Jörg jetzt mal eben so seine Informationen dazu beiträgt, bevor ich mir jetzt hier alles durchlese und mich da verhaspel, oder? Jörg, das ist ja gar nicht so schwer zu erklären, 501c3, oder? Nee, ich habe über 501c3 auch schon sehr, sehr oft gesprochen und um das im Grunde kurz zusammenzufassen, kommt es darauf hinaus, dass Organisationen, hauptsächlich kirchliche Organisationen, die unter das 501c3 Charter fallen, von der Steuer befreit sind, aber dass sie damit auch gleichzeitig Agenturen der Regierung sind. Government Agents, sagt man jetzt im Englischen, ne? Also mit anderen Worten, die können nicht gegen die Regierung sprechen, sie können nicht gegen die Regierung handeln, eben wie du hier gerade richtig vorgelesen hast, dass sie sich da halt nicht politisch aktiv nicht sein dürfen und dass sie eben steuerbefreit sind. Das heißt, dass diese 501c3, zum Beispiel die Amazing Discoveries, die Hauptorganisation, die über der SDA-Kirche, der Siebentagsadventisten steht zum Beispiel, ist 501c3. Deswegen gibt es in Amerika diese Televangelists, ja, diese Tele-Evangelisten, die also übers Fernsehen sozusagen evangelisieren. Benny Hinn, Joel Osteen, Kenneth Copeland, um mal einige zu nennen, die Milliardäre geworden sind damit, weil die eben keine Steuern zahlen müssen für das ganze Geld, das die kriegen. Und wir wissen ja, dass die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und wenn die Kirchen nicht mehr gegen die Politik, gegen die Regierung aufkommen dürfen, wenn sie die Leute nicht aufwecken dürfen, um zu sagen, von schau, deine Regierung ist im Bett mit den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen, ja, dann ist natürlich das erreicht. Das heißt, die Regierung gibt ein bisschen zu und sagt, okay, wir geben euch steuerfreien Status, dafür dürft ihr aber nichts gegen uns machen und tun oder sagen und ihr seid im Grunde Agentschaften der Regierung. Das kurz zusammengefasst ist 501c3. Und es gibt in Amerika fast keine Kirche, die nicht 501c3 ist. Und damit eben auch von der Regierung kontrolliert, weil man sägt ja nicht an dem Ast, auf dem man sitzt, ne? Ja, und deswegen muss man sich mal vorstellen, dass das heutzutage immer noch gilt und Ja, 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 ja. dass es durch Lyndon B. Johnson befeuert worden ist damals, Ja, ja. 1954. Das heißt, der hat dann letzten Endes auf seiner Seite, nachdem er das dann hier da durchgebracht hat, hat er auf seiner Seite natürlich dann die ganzen Menschen, die davon profitieren. Das sind dann eben nicht die wahren Christen, sondern das sind dann die Leute, die eben dann auch viel Geld verdienen wollen, weil sie eben Steuern sparen möchten und dann eben dann nach außen hin karitativ oder halt eben gemeinnützig agieren. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, was hier eben auf dem Internet drinsteht, was ich eben jetzt hier gesehen habe, weil ich sehr lustig fand, weil jetzt hier stand als Link: Praying for a tax break. Ja, also Ich beten möchte, für ich eine möchte mal kurz, Steuerpause. ich möchte mal kurz ein kleines Beispiel geben, das jetzt vielleicht nicht unbedingt hier reingehört, aber so können einige Leute sich vielleicht mal vorstellen, was passiert. Es gibt sicherlich Menschen, die diese Videos schauen, die Kent Hovind kennen. Kent Hovind ist ja Dr. Dino, ne? Hat dieses Dinosaurier-Museum in Florida, Pensacola oder wie das heißt da. Und der hat, ich glaube, zwei Söhne, mindestens zwei Söhne, die auch Ministerien haben. Und der Kenneth, der, den kenne ich sag schon, der Kent Hovind wurde vor einigen Jahren ins Gefängnis gesteckt,
Und zwar natürlich wegen der Dinge, die er gesagt hat, aber das konnte man ihm ja nicht irgendwie zur Last legen. Also hat man ihn dran gekriegt wegen Steuerhinterziehung oder was weiß ich, weil Kent Hovind hatte damals seine Organisation war keine 501c3-Organisation. Das muss man wissen. Dann haben sie ihn in den Knast gesteckt und haben immer wieder neue Anklagen gegen ihn ersonnen. Das ist ein bisschen so wie bei Tapper Sorcy, den man ja auch nicht dran kriegen konnte, wie sich einige Leute vielleicht erinnern, die das Buch mal gelesen haben. Der Autor von Herrscher des Bösen. Und Kent Hovind hat teilweise aus dem Gefängnis heraus Interviews gegeben. Das heißt, er wurde von Menschen angerufen und diese Anrufe wurden aufgenommen und wurden übers Internet, unter anderem auch YouTube, veröffentlicht. Und ich habe einige davon gehört. Und in einem seiner letzten, das war ein knappes Jahr, bevor er rauskam, nagel mich jetzt nicht mehr fest, wann genau das war, spielt doch keine Rolle, ist ein paar Jahre her, sagte er, ja, sie haben neue Anklagen gegen mich erfunden. Wenn das alles rauskommt, dann mauern die mich hier 150 Jahre hinter Mauern ein oder hinter Gitter ein. Und dann hat es kein Jahr gedauert und Kent Hovind wurde entlassen aus dem Gefängnis. Und dann sollten bei den Leuten anfangen, die Alarmglocken zu klingeln. So wie du immer dieses schöne Alarmbild da in die Videos Ja, seitdem hat er ja reinarbeitest. auch neue Theorien, ne? Nicht nur verkündet er seitdem nicht, dass das Papsttum der Antichrist ist, sondern der Islam und allen möglichen anderen futuristischen Scheiß. Nein, aber sein Sohn, seine Organisation erst und jetzt auch seine Organisation sind jetzt 501c3. Ja. Ja, ich Und wollte mal benennen hier, ne? das ist, denke ich mal, ein interessantes Beispiel jetzt außerhalb dieser Sache, aber um zu verstehen, was 501c3 eben heißt. Es geht immer nur um Geld. Ja, und deswegen wollte ich das benennen. Wie gesagt, er hat also schon von vornherein schon mit ganz großen karitativen Wohltätigkeitsorganisationen und Kirchen zu tun, der Herr Johnson, ne? Das darf man nicht vergessen. Der war ja schon Senator aus 1948, auch wenn er nur 87 Stimmen mehr hatte bei 1 Million Stimmberechtigten. Ne? Aber der wusste schon genau, wen er wahrscheinlich da abstimmen lassen musste. Man kann ihm jetzt nichts mehr nachweisen und der Mann lebt ja auch nicht mehr. Aber ist schon interessant, dass man sieht, was für Machtmenschen das sind. Ne? Die Seite, die ich eben zitiert habe, die sagt noch ganz andere Dinge. John McCown, der Direktor der CIA zu der Zeit, was Kennedy ermordet worden ist, der war eben auch ein frommer Katholik und hatte auch verschiedene päpstliche Rittertitel. Und nicht nur dieses. Der Direktor der DIA in dieser Zeit, der war auch ein jesuitengetrainter Joseph Francis Carroll, mein bei dem Namen ist auch kein Wunder. Und viele andere Geschichten auch. Also, das sind immer die Geschichten, die dann komischerweise oder interessanterweise genau in diesen Organisationen sind, haben eben fast immer, zumindest offiziell, wenn man da weiter forscht, hatten ja immer einen kirchlichen Hintergrund. Und Der egal, wo du. Joseph Francis Carroll, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, gehe nochmal kurz hoch. Der Joseph Francis Carroll ist tatsächlich verwandt mit der Carroll-Calvert-Familie, wovon der John Carroll ja der erste katholische Bischof in Amerika war, in Boston. Der Gründer der Georgetown-Universität, das ist dieselbe Familie. Ja. Ja. Und Boston ist Massachusetts, ne? Kennedy, ne? Geht schon wieder los. Aber wie gesagt, ist jetzt alles kein Zufall mehr. Also egal, wo Es du. war noch nie Zufall, Michael. Nein. Es gibt keine Nein. Zufälle. Also beispielsweise 1964, ein Jahr nach dem Anschlag auf Kennedy und so weiter, da wurde eben der Thomas S. Power, der Befehlshaber der amerikanischen strategischen Luftstreitkräfte, auch wieder mit einem päpstlichen Orden ausgezeichnet, also der Ritterschaft des Ordens von dem heiligen Silvester. Ne? Denkt man im 31.12., da sind wir genau bei dem Papst Silvester zum Beispiel. Also von Das daher. ist der erste Papst, nachdem das benannt ist. Deswegen ist Silvester nach ihm Genau, benannt, ja. genau. Und Kennedy hat sogar eben, also angeblich zumindest jetzt hier, die Kräfte der römisch-katholischen Kirche und so weiter benannt, dass die ihn auch umbringen könnte. Und zwar in dem Buch Real Life at the White House, also das wahre Leben im Weißen Haus, 200 Jahre des täglichen Lebens in Amerikas berühmtester Residenz von Claire und John Whitcomb aus dem Jahre 2002 auf Seite 364. Da sagt er über seine Reise nach Dallas, sagt er, if they are going to get me, they will get me even in church. Also, es ist halt irgendetwas mit einem Gottesdienst oder mit Religiosität hier gemeint. Also, er
wenn das Zitat so richtig ist, wir werden gleich das Buch zeigen, dann sagt er, dass er, wenn ein Anschlag auf ihn stattfindet, das sogar in der Kirche stattfinden könnte. Selbst da wäre er nicht sicher. Ich wollte da noch mal kurz drauf eingehen, weil ich habe es mir kurz im Internet Ja, rausgesucht, ja. wenn das Ja, eben mal darf. dann machen wir genau das Bild hier. Genau. Nee, also es geht hier um, ja, kann ich? Ich habe Ja, jetzt meine natürlich. Ja, na Internetseite auf, klar. deswegen. Okay. Es geht hier um Silvester den Ersten. Der ist geboren ungefähr oder ungefähr 300 vor Christus und ist gestorben am 31. Dezember 335 in Rom. War von 314 bis zu seinem Tod Papst. Und erfuhr durch die später als Fälschung klassifizierte konstantinische Schenkung eine kirchengeschichtliche Überhöhung seiner Person, die bis in die Gegenwart wirkt. Also, das war der Bischof von Rom, sagen wir jetzt mal, der Papst, das ist natürlich die offizielle Verlautbarung, der Bischof von Rom zur Zeit von Konstantin. Als Konstantin in 321 den Sabbat auf den Sonntag gelegt hat und das zwischen Anführungszeichen Christentum Staatsreligion im römischen heidnischen Reich gemacht hat. Zu der Zeit war dieser Silvester der Bischof von Rom. Wikipedia sagt natürlich Papst. Ne? Bis 335, das heißt bis nach dem Konzil von Nicea 325, wo sie festgelegt haben, dass es im Christentum eine Trinität gibt, die Jesus Christus zum Gott erhöht. Naja, und da haben wir eben auch hier, dass er eben durch die konstantinische Schenkung eine Überhöhung seiner Person hatte. Was ist die konstantinische Schenkung? Da bin ich auch in einigen Videos drauf eingegangen. Das ist inzwischen als eine, ganz offiziell übrigens im 14. Jahrhundert oder Anfang des 15. Jahrhunderts, als Fälschung erkannt und übrigens auch von der römisch-katholischen Kirche heutzutage anerkannt. Trotzdem basiert sich das dann noch darauf, dass nach dem Motto der Kaiser Konstantin der römisch-katholischen Kirche oder dem Papst, dem Bischof von Rom, eben alle Ländereien und Macht über diese Ländereien schenkt. Ne? Konstantinische Schenkung und die pseudo-isidorischen Dekretale, darüber haben wir gesprochen, unter anderem in dem Buch Romanismus und die Reformation. Kann ich jedem nochmal anraten, sie anzugucken. Und dieser Bischof Silvester, ja, meine Lieben, das ist der Grund, weshalb wir Silvester feiern. Oder ihr, ich feiere das nicht. Diejenigen, Genau. die feiern, die können sich ja mal jetzt angesprochen fühlen. Genau. Jetzt nochmal zurück zu dem Buch. Ich fange mal an mit der Übersetzung. Ist ganz einfach eigentlich. Dennis ist ein sehr, sehr gefährlicher Platz, sagte Senator William Fulbright und hat Kennedy gewarnt. Ich würde da nicht hingehen. Mach das nicht. Texas war kein Kennedy-Land. Es war der rechte Flügel, konservativ, gefährlich für einen liberalen Verfechter der zivilen Rechte. Aber es war demokratisch und der Präsident brauchte eben, dass er die Partei zusammengehalten hat, um die Partei zusammenzuhalten für die 1964er Wahl. Durch seine Regierungszeit hat eben JFK spekuliert über einen Anschlag und sogar darüber, dass er eben dann ermordet oder erschossen werden würde, während er in einem offenen Auto fährt. Sein Gefühl über den Dallas-Trip war, wenn sie mich kriegen, dann kriegen sie mich sogar in der Kirche. Der Geheimdienst wollte, dass er eben dieses Bulletproof, diese kugelsichere Hülle auf seinem Auto macht, ein großer Lincoln, der also überall hingefahren wurde, wo immer er auch war. Aber Kennedy hat eben overruled, hat eben die dann überstimmt. Es war eigentlich die richtige Entscheidung, aber der Präsident und seine erste Lady, die sind eben mit Lyndon und Lady Bird Johnson dann eben gereist und wurden dann eben mit warmem Enthusiasmus in San Antonio, Houston und Fort Worth empfangen. Jackie war unglaublich populär und auf dem Dallas-Flughafen war genau dasselbe. Also von daher, wenn das jetzt hier stimmt, was zumindest dieses Buch sagt, dann wusste Kennedy schon über die Gefahren, die er dann auf sich beschworen hat, aber er musste halt einfach irgendwie nach außen hin alles supidupi tun, dass er eben mal so ein ganz glückliches Ehepärchen wäre und so weiter, um eben Wählerstimmen zu irgendwo zu generieren da. Und das ist eben die Geschichte. Alles andere, was hier drin steht, stimmt sowieso nicht, ne? Aber interessant, was hier drin steht, ist, dass man eigentlich gar nicht, wenn man jemanden wehtut oder jemanden sogar umbringt, dass die Menschen so eiskalt sein müssen, unmoralisch und unempathisch, weil dieser Mann hinterlässt ja mehrere Kinder. Caroline, also die Tochter von Kennedy, hat ausgesagt, meine Mami, die weint jeden Tag und sie hat es nicht verstanden. Und sie hat ihre Mama gefragt, Mama, haben Sie Daddy geliebt? Oh ja, Sie haben Daddy geliebt, sagte ihre Mutter. Aber Caroline hat ihren Kopf geschüttelt, sie hat es nicht geglaubt. Das machen Sie nicht, sonst hätten Sie ihm sowas nicht angetan.
Und Maud Shaw, die Nanny der Kinder, musste dann eben irgendwie dem 3 Jahre alten John erzählen, dass sein Vater eben in den Himmel gegangen ist. Und da hat John gefragt, hat Daddy das große Flugzeug mit ihm genommen? Und Miss Shaw hat gesagt, ja, das hat er gemacht. Und da hat John dann wohl gesagt, ich frage mich, wann er zurückkommt. Und nochmal, die Beisetzung, wo er salutiert hat, war genau zu seinem 3. Geburtstag. Aber interessant, dass das, was der junge kleine Sohn da 3 Jahre alt sagt, vollständige katholische Indoktrination der unsterblichen Seele und Wiedergeburt ist, nicht wahr? Manchmal muss man auch mal bei still bleiben, ne? Wie tief katholisch die Kinder schon indoktriniert sind Ja, hier. natürlich, ja klar, was über die Generationen. Über Generationen, die kriegen ja auch nichts anderes, ne? Ja, aber wie gesagt, also wir können da in zig Bücher reingehen. Das ist also super interessant, wenn man das aus verschiedenen Blickwinkeln dann irgendwann liest. Aber wie gesagt, Kennedy hat, ich mache es mal ein bisschen größer hier, kann man das vielleicht ein bisschen besser lesen. Als Präsident war er immer bewusst über die Gefahr eines Anschlages und Kennedy hat geantwortet, ich schätze, da ist immer irgendeine Möglichkeit, aber dafür ist eben der Geheimdienst da, ne? Ich denke mal, dass es dann eben auch weniger Aspekte von diesem, also dass es auch irgendwelche Aspekte von diesem Job sind. Und man kann darüber spekulieren, aber Kennedy ist einfach, wenn man so will, voll ins Risiko gegangen. Angeblich ist er derjenige gewesen, der auf ein offenes Auto bestanden hat. Was ja im Endeffekt auch gar kein Problem oder weniger ein Problem gewesen wäre, wäre der Secret Service auf seinem Pöstchen gewesen, was er ja nicht gewesen ist, was er nicht durfte, weil ja die Koordination des CIA und FBI und allen möglichen Geschichten dann aufgrund der Intervention von den ganz wichtigen Menschen, sagen wir einfach jetzt mal ganz salopp, Nixon und Johnson und Dulles und Edgar Hoover eben nicht funktionieren sollte. Kann man nicht anders sagen. Sollte. Ja, hier steht nochmal drin in dem Buch, ne, wenn sie mich kriegen, dann kriegen sie mich sogar in der Kirche. Ja, das gibt eine ganze Menge Geschichte. Dieser Senator, der ihn da gewarnt hat, war übrigens ein Senator oder also ein Politiker der Demokratischen Partei. Und er hatte ein Rhodes-Stipendium. Das heißt, du hast niemanden, der nicht irgendeine gewisse Schule durchlaufen hat. Da sitzt oben kein Volksvertreter. Bis die da oben sitzen, als sogenannte Volksvertreter, sind sie schon lange, lange Geschäftsleute, die gewisse Ausbildungen haben, dass sie letzten Endes überhaupt nichts mehr mit dem sogenannten Gemeinvolk zu tun haben. Lass uns mal kurz auf das Rhodes-Stipendium eingehen. Du hast ja zusammen mit Brett und mir das Buch Ich weiß das größtenteils noch. gelesen, Cecil Code Word Rhodes, Babylon. ja. Cecil Rhodes, genau. Da sollten wir die Leute vielleicht mal eben darauf hinweisen, dass wir da Videos drüber gemacht haben, in Englisch zwar. Also wer Englisch kann, sollte sich das anschauen und sollte zu den Lesungen gehen, wo wir über Rhodes sprechen und sein Testament oder seine Testamente, glaube ich, das waren ja, glaube ich, 6 oder 7 Testamente sogar. Wo er seinen unglaublichen Reichtum darin aufgeteilt hat, um da eben dafür zu sorgen, dass diese neue Weltordnung eben entsteht, wie wir sie heute kennen, wie sie sich vor unseren Augen formt. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte über solche Dinge jetzt gerade als Christ eben nicht drüber hinweglesen, sondern sollte sich das ein wenig dichter anschauen. Und ich kann nur anraten, schaut euch den ersten Teil des Buches an, also den ersten Band von Code Red Babylon, weil es gibt ja 2 Bände und wir hatten einen gelesen. Den ersten Band hatten wir gelesen. Code Red Babylon 666 and the Jesuits Plot to, kommen Sie mir auf den vollkommenen Titel, könnt ihr ja sehen, eine Spielliste, Code Red Babylon. Und da könnt ihr euch ja mal die Videos raussuchen, wo es genau um diesen Teil geht. Das ist super, super interessant zu lesen, was das für Menschen sind, was die überhaupt alles machen müssen, wo die überhaupt zugehören müssen, um überhaupt so ein Rhodes-Stipendium zu kriegen. Die sind so intertwined, sagt man im Englischen so, miteinander verwickelt, mit zum Beispiel diesen griechischen Buchstabengesellschaften, Phi Kappa Delta und wie die nicht alle heißen. Und das ist interessant. Ich glaube, der Bill Clinton ist ja auch auf einer Da Rhodes-Ding steht's, da steht's, da gegangen, ne? steht's, da Das steht's. ist, ja, ich wusste es ja nicht mehr Ja, ganz sicher, deswegen aber haben wir ja auch gut, okay. vorgespult hier, auch vorgespult. Ja, Genau. okay. Also hast du am Anfang ja doch recht gehabt, dass ich ein ganz gutes Ja, Gedächtnis habe mit natürlich. solchen Sachen. Ja. Naja. Ja, Ja. okay, gut. Wollte ich mal eben loswerden, das Genau. Rhodes-Stipendium. Das ist ganz, ganz wichtig, sich da mal Genau. drüber zu informieren. Und Code Word Babylon ist da der Brunnen für, um das zu machen, in Englisch zumindest, ja.
Also, dieser Mann ist Senator gewesen von dem Bundesstaat Arkansas. Und er hat mit Deutschland etwas zu tun. Am 30. Juli 1961, 2 Wochen vor der Errichtung der Berliner Mauer, wir erinnern uns, ne? Ich bin ein Berliner, sagte Fulbright in einem Fernsehinterview, Zitat: Ich verstehe nicht, weshalb die Ostdeutschen ihre Grenzen nicht schon längst geschlossen haben. Ich glaube, sie haben jedes Recht dazu. Es wird angenommen, dass Präsident Kennedy Fulbright gebeten hat, mit dieser Aussage dem sowjetischen Führer Nikita Chruschtschow zu signalisieren, dass der Bau der Mauer von den USA als akzeptierbarer Weg zur Lösung der Berlin-Krise angesehen würde. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was er irgendwie auf der offiziellen Rede in Berlin-Schöneberg gesagt hat, würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, wenn man mal mehrere Quellen nimmt, dann sieht man letzten Endes, dass Politiker nicht die Wahrheit vertragen, die es gibt einen bekannten aktuellen deutschen Politiker, der wortwörtlich gesagt hat: Ich bitte Sie, die Wahrheit ist oft der politische Tod. Ja, Kam der aus Arkansas? Der Fulbright, was du gerade gesehen hast, kam der aus Arkansas? Bist du weiter drüber, stand, glaube ich. da, ja. Das ist derselbe Staat, das ist derselbe Platz, wo Clinton herkommt. Ja, guck. Also die haben nicht nur das Rhodes-Stipendiat gemacht, sondern auch, dass sie aus Arkansas kommen. Ja, und diese Quelle kommt hier aus der Berliner Morgenpost und heißt: US-Präsident Kennedy, der Mauerbau, ich bin doch kein Berliner. Habe ich immer gesagt, der ist kein Berliner. Der kommt aus USA. Mann. John F. Kennedy, währenddessen er Präsident war, hat eben die Separation, also die Trennung von Kirche und Staat befürwortet, was ihm sehr, sehr unpopulär im vatikanischen Zirkeln gemacht hat. Aus dem Buch Vatican USA 1973 von Nino Lobello finden wir auf Seite 148-49 Folgendes. Es war Kardinal Vagnozzi, der einen negativen Bericht dem Vatikan gegeben hat über den Präsidenten John F. Kennedy. Involviert in diesem Bericht war ein kleines öffentliches Ereignis, das eben dann stattgefunden hat. Und wenn man 1961, als Kardinal Kikognani, der frühere apostolische Beauftragte, der eben dann vatikanischer Staatssekretär geworden ist, komisch. Also ich kenne jemanden, der hat genau dieselbe Karriere gemacht, und das ist Eugenio Pacelli. Und war dann in München zu der Zeitpunkt, wo Hitler dann so groß rauskam. Aber nochmal hier: Kardinal Cicognani, der frühere apostolische Botschafter oder Delegierte, der eben dann vatikanischer Staatssekretär geworden ist, in einem Versuch, um eben den Präsidenten dann quasi da mal so zu besuchen, auf wo er gerade von einem Besuch in den Vereinigten Staaten gewesen ist. Und dann wollte er unbedingt einen kleines Treffen haben und so weiter. Und der Kardinal wurde informiert, dass er Kennedy so beschäftigt wäre mit ganz, ganz dringenden Angelegenheiten. Und auch ein zweiter Versuch seiner Eminenz wurde also auch genau eben so vom Weißen Haus dann abgewiesen. Und deswegen haben das Vereinigte Staaten, die Regierung, dann auch gesagt, dass es eben dann würde gar nicht offiziell die vatikanische Regierung anerkennen und dass eben der Besuch des kardinalischen Staatssekretärs dann eben den Präsidenten auch verärgern würde oder zumindest, dass er da eben keine Zeit hatte. Also der Kennedy hat dann so versucht, mit allen Mitteln den Vatikan ja, rauszuhalten aus seiner Politik. Nur nochmal, ich stimme absolut damit überein, dass das genau das gewesen ist, der Punkt, wo er sich von den meisten anderen Weltpolitikern unterschieden hat. Und das ist eben nicht die Politik, sondern dass er eben gesagt hat: Ich mache meine Politik, ich bin dem Volk verpflichtet sozusagen. Egal, was der Kennedy in seiner Freizeit gemacht hat, das spielt ja gar nicht die Rolle. Das ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass der Kennedy jetzt irgendetwas gemacht hätte, was das amerikanische Volk auf die Barrikaden getrieben hätte. Nein, nein. Es gibt ja mächtigere Menschen auch als Lyndon B. Johnson. Und da wollen wir ja mal ran. Guck mal hier. Was hier in dem Absatz steht, ist gerade interessant. Ne? During his long residence in Wollte ich gerade Washington, lesen, Saperstein. genau. Achso, ja gut. Ja. Ich habe es gerade eben Ja, gelesen. du kannst es auch gerne Erzähler. übersetzen, das erspart mir ein bisschen Arbeit. Ja, gut, kann ich ja probieren. Ne? Also während seines langen Verbleibs in Washington als apostolischer Delegate, also Abgeordneter, also Nuncio, kann man das besser sagen, wurde Kardinal Cicognani oft erfangen von verschiedenen Präsidenten der protestantischen Glaubensrichtung. Die katholischen Offiziere dagegen had not expected the White House to give him a cold shoulder. Achso, der katholische Offizier hätte das deswegen jetzt von dem Weißen Haus auch nicht erwartet, dass er von den Katholiken jetzt gerade die kalte Schulter gezeigt bekommen würde. Aber es wurde noch schlimmer.
8 Tage später, als der protestantische Evangelist Billy Graham, den nennt man ja auch den protestantischen Papst in Amerika, ja, ein Hochfreimaurer, der sich verkauft hat, um den Protestantismus in Amerika durch die Ökumene den Rom zu führen. 8 Tage später, als der protestantische Evangelist Billy Graham einen Freundschaftsbesuch, paid a courtesy call, ein Freundschaftstelefon, Telefonat mit Präsident Kennedy geführt hat, wurde der Teppich ihm buchstäblich ausgelegt, also der rote Teppich ausgerollt. Und das in spite of, also im Gegensatz zu dem Fakt, dass Herr Graham had gone to bed for Richard Nixon during the 1960 presidential campaign. Und das also, obwohl er, der Billy Graham gekämpft hat für Richard Nixons während seiner 1960er Präsidentschaftskandidatur. Ne? Deswegen hat man trotzdem den Billy Graham, den hat man mit offenen Armen empfangen, Protestanten, aber den katholischen Nuntius, den Delegaten, den weist man eben ab. Ne? Das steht so ungefähr hier drin. Ja. Ja. Dann wurde eben der Bischof Vagnozzi dann eben dann noch immer mehr enttäuscht sozusagen durch Kennedy, einen praktizierenden römischen Katholiken, als Mr. Kennedy eben dann verweigert hat, jetzt die ja eben dann öffentliche Hilfe für seine Schulen dann halt bereitzustellen. Und deswegen ist an im Zeit der Vatikan, also im innerhalb des Vatikans und so weiter, war der Name von John F. Kennedy dann eben schon wie soll man sagen, Mürt, also unbeliebt. Matsch. Also unbeliebt, ja. Unbeliebt, ja. Protestantische Präsidenten, ja. Ja, so kannst du immer weiterlesen, ne? So kannst du immer weiterlesen. Also das ist wirklich, und du gehst auch, wenn du in dem Buch weiterliest, jetzt hier, Vatican U.S.A., also USA, dann geht's ja los, also auch jetzt hier sein Vater Joe Kennedy jetzt also auch des Öfteren schon mal den Cardinal Spellman angerufen hat, schon mal Geld gefragt hat. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen, was es da wirklich mit Geld und alles zu tun hat. Ja, Joe Kennedys Vermögen und so weiter wurde geschätzt zwischen 250 Millionen und einer halben Milliarde. Und das hat er eben dann mit Aktienspekulationen gemacht und so weiter. Und das auch Fortune bei Texas Oil Investments, also die hing auch überall mit drin, die Kennedy-Familie. Und das hat alles der John F. Kennedy kaputt gemacht sozusagen, vor allen Dingen, wo er freie Bahn hatte, wo sein Vater dann eben gehandicapt war. Ne? Und das, wenn du das alles durchliest, ne, also among the most generous benefactors are members of the Knights of Malta, a fraternal organization membership in which is considered a supreme honor for the Catholic layman. Also überall ist ja ganz klar, der Vater von John F. Kennedy war selber Malteser-Ritter und er war selber Ritter von Kolumbus. Ne, und wie er sich dann die Dreistigkeit herausnehmen kann und ausrechnet dann, so sei der Mutterorganisation letzten Endes der römisch-katholischen Kirche, dann da die kalte Schulter zu zeigen, als er dann Präsident im Weißen Haus war, das war so, als wenn aus der Perspektive gesprochen, als wenn jetzt der Sechsklässler, der also gerade jetzt in die Schule gekommen ist, mit der Kreide nach dem Lehrer wirft. Ne? Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich möchte es mal anders verworten. Das erinnert mich so ein bisschen an, was wir in der Apostelgeschichte lesen, wenn wir den Gang haben von Saulus nach Syrien, Damaskus. Wo Paulus nach Damaskus geht und auf der Straße nach Damaskus Jesus Christus trifft. Und Jesus Christus trifft und Jesus Christus sagt zu Paulus, aber was machst du hier eigentlich? Du kannst nicht gegen die Knie treten bleiben, ne? Und Paulus fällt auf den Boden und hört Jesus Christus natürlich zu und wird in dem Augenblick bekehrt und wird der Apostel, der das Evangelium zu den Heiden trägt. Ich will jetzt den John F. Kennedy nicht wirklich mit Paulus vergleichen, aber wir wollen noch mal eben sehen, wenn wir das sehen, was wir jetzt alles so gesehen haben, wenn wir das alles richtig verstehen, dann macht doch der Paulus gegen die römisch-katholische Kirche genau das, also da macht der Kennedy gegen die römisch-katholische Kirche genau das, was Paulus damals gegen Jesus Christus gemacht hat. Und Jesus Christus hat ihn bekehrt und für sich gebraucht und die römisch-katholische Kirche hat ihn eben einfach abgeschossen. Das ist der Unterschied.
Ne? Aber gerade das, was du jetzt gerade so gesagt hast, was du da gerade vorgelesen hattest, und das erinnert mich daran so von, ja, wie ein Kuckucksnest, wie ein Kuckucksei, ne? Der Kennedy ist wie ein Kuckucksei in der amerikanischen Ja, Regierung. das Den ist haben sie sich wirklich da so, ja. reingelegt und Ja, der tritt in alle Richtungen, es ist absolute schmeißt die schwarze ganzen Schafe, ja. anderen Vogeleier raus, weißt du, und sorgt nur dafür, dass seine da bleiben. Und das hat mich ja an die Geschichte mit Paulus erinnert, weil wir es auch ein bisschen geschichtlich, biblisch halten wollen. Und ja, da hat mich das irgendwie dran erinnert. Wollte ich jetzt auch mal eben loswerden. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich das hier so höre von dir. Das ist, ich finde das super interessant, aber wie gesagt, dass hier dann die Kennedy-Dokumentation in der Regel gar nicht rauskommt, ne? Also das Weiße Haus hat dann eingelenkt und hat dann eine Verabredung gemacht für den Sekretär des Vatikans und so weiter, unter der Bedingung, dass eben dieser Besuch eben nur dann ein persönlicher wäre und kein offizieller. Und der wurde dann eben jetzt begleitet von dem apostolischen Abgeordneten Vagnozzi, haben wir schon gehört, ne? Und deswegen hat er dann an der Hintertür vom Weißen Haus. Ne? Also kann man sich nie mehr vorstellen. Und wurde dann eskortiert zu der Haupttür und so weiter, wo der Präsident ihn dann eben formell begrüßt hatte. Und während der 20 Minuten, die er Kennedy dann zugebracht hat und so weiter, dann waren dann eben irgendwelche Fotografen und Journalisten und so weiter dann auch dann verboten. Also das durfte dann nicht nach außen hin, dass der Kennedy sich mit irgendwelchen Katholiken getroffen hat. Also wir können schon sehen, die Begeisterung von Kennedy und die Begeisterung des Vatikans Richtung Kennedy, die muss so ziemlich gewesen sein wie, als wenn man irgendwie so, weiß ich jetzt auch nicht, jetzt eine brennende Kerze in den Gefrierschrank stellt, ne? Also ist schon unglaublich. Also das ist schon sehr interessant. Also das Cold Shoulder, ja, ne? Also der apostolische Beauftragte hat gesagt, dass protestantische Präsidenten wie Hoover, Roosevelt, Truman und Eisenhower waren sehr, sehr viel großzügiger und so weiter als der jetzige Besitzer oder der jetzige Bewohner des Weißen Hauses. Also der hat sich dann unglaublich unbeliebt gemacht. 3 Tage bevor John F. Kennedy eingeschworen wurde, hat eben auch Kardinal Spellman, also ein Freund seines Vaters, dann eben Kennedy attackiert wegen dieser Geschichte mit der nicht vorhandenen oder nicht gewährten Unterstützung für katholische Schulen. Ja, und dann fand ich jetzt Folgendes sehr interessant hier. In diesem Bericht steht ja drin: Later 1961, Spellman used his influence to kill the Kennedy. Und dann geht es aber weiter: Proposal. Fand ich aber schon die Wortwahl, fand ich aber dann schon sehr, sehr eindeutig irgendwie. Also später, in 1961, hat eben dann der Kardinal seinen Einfluss geltend gemacht, um eben die Kennedy-Vorschläge dann eben zu beerdigen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, also das ist echt unglaublich, wenn man sich das alles anguckt, ne? Und das aufgrund deswegen hat dann eben der Kardinal dann eben den Nelson Rockefeller rausgeholt, ne? Ich meine, Geld und Geld zusammen gibt mehr Geld, ne? Der Herr Nelson Rockefeller, nein, nicht Bank, aber Gouverneur, also im Endeffekt jemand, der die Gesetze mitbeschließt, Gouverneur ist schon so eine Geschichte, ne? Also das ist wirklich und er hat Der dann ist doch auch mal als Präsidentschaftskandidat ja, angetreten, richtig, ne? Der später, Nelson ja, Rockefeller, ein paar genau, aber er Jahre durfte später. halt, aber er durfte halt nicht, ne? Nee, Ja, er anders durfte als nicht, ne? Trump, der durfte dann Der wohl. Trump Also, wenn wir durfte jetzt mal von den ja. Reichen sprechen, ne? Es gibt noch einen anderen Ex-Jesuiten, und zwar Robert Black Kaiser, der war involviert in der Vertuschungsaktion von John F. Kennedy, sagt die Seite, währenddessen er beim Time Magazine gearbeitet hat, übrigens dieselbe Zeitschrift, die angeblich die Rechte für den Zapruder-Film gekauft hat. Also es gibt ja da wiederum auch keine Zufälle. Und nochmal, der Lyndon B. Johnson hat nicht auf die Bibel geschwört. Nein, das kann er auch gar nicht. Er soll auch gar nicht. Es ist auch gar nicht erlaubt, aber das wissen ja die Leute nicht, die die Bibel nicht lesen, ne? Ja, und der Sherman Skolnick hat geschrieben, vor der 1960er Wahl hat John F. Kennedy in Texas zu einer Gruppe von protestantischen Priestern gesprochen. Die kennen wir, die Rede, die finde ich auch sehr gut. Und er hat gesagt, er ist nur nominell Katholik und wenn er gewählt würde und so weiter, dann will er sich nicht vor dem Vatikan beugen. Ja, und das wäre eben dann so sein Todesurteil gewesen. Ich unterschreibe das. Ja, ich unterschreibe das. Und der Kubaner Fidel Castro ist eben auch ein Jesuit und deswegen ist es einfach auch der Fidel Castro ist genauso ein Patsy sozusagen wie der Lee Harvey Oswald. Ja, nur dass der eine umgekommen ist und der andere hat eben alle Attentate überlebt. Ne? So wie der Charles de Gaulle. Aber Charles de Gaulle ist ja katholisch, da überlebst du anscheinend Attentaten. Also wenn du richtig katholisch down to the core bist, dann überlebst du ein Attentat. Das ist echt unglaublich. Also das ist unglaublich. Wie gesagt, das ist jetzt hier aus dem Buch über den Skolnick, The Knights of Malta, CIA-Agent Reinhard Gehlen gibt zu in seinen Memoiren, dass der einzige Grund der Vereinigten Staaten wäre, um Fidel Castro eben die Macht übernehmen zu lassen, war aufgrund seiner jesuitischen Schulbildung oder Ausbildung. Ne, das steht in diesem Buch drin von dem Reinhard Gehlen.
Ne? Also du kannst reingehen, wo du willst, aber du musst halt einfach nur einen Kreuzritter fragen. Die wissen genau, was läuft und dann musst du dich auch nicht mehr fragen, wem der Kreuzritter seinen Gehorsam geschworen hat. Denn weder dem Deutschen Reich noch dem amerikanischen Bevölkerung noch dem israelischen, sondern halt einfach nur dem Papst. Ist doch ganz klar. Die Kreuzritter sind ja heute auch anders als zur Zeit des 11., 12. und 13. Jahrhunderts, wo sie tatsächlich auf Kreuzzüge auszogen in das sogenannte Heilige Land, um Ja. Jerusalem für den Papst zurückzuerobern. Heute machen sie das nicht mit dem Schwert, abgesehen davon, dass sie uns natürlich in Kriege reintreiben, wie sie Bock haben und lustig sind. Jetzt ja anscheinend mit der Ukraine brauen sie da auch wieder was zusammen, um schön Theater zu spielen. Nein, aber die machen Krieg, geistigen Krieg. Die halten sich an das, was in Ja. der Bibel steht. Epheser Und Kapitel 6, Vers 10, ja. dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, was kein Mensch mehr tut. Und weil die Menschen das nicht mehr tun, verstehen sie die Sachen nicht, die hier in der Welt passieren. Das muss man ja mal ganz klar dazu sagen. Abgesehen davon müssen sie auch nicht mehr selber töten. Das reicht, sie haben ja auch Drohnen, ne? Also von daher Na ist es eben, aber sie sind, genau. na gut, okay, das ist dann wieder halt im Weltlichen, aber wir sprechen hier von Rittern, wir sprechen hier von Soldaten, wir sprechen hier von Menschen, die wirklich in einen Krieg ziehen, Ja, wenn man aber jetzt eben in Epheser einen Krieg 6. wie, aber in einen Krieg, Michael, wie eben auch in der Bibel geschrieben steht, dass wir nicht kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten in höheren Regionen, gegen geistige Kräfte. Einen geistigen Krieg, das machen die. Politik ist oftmals Sprache, ja? Da wird nur geredet, nur zwischen Anführungszeichen, da wird geredet. Aber das kann schlimmer sein als manche Bombe oder manche Gewehrkugel, was da gemacht wird. Und die Leute wissen ganz genau, was sie machen, was sie sagen, wo sie sein müssen und welche Einflüsse sie wo nehmen müssen, um die Gesellschaft, das Land, in welchem sie jetzt auch gerade sind, dahin zu bringen, wo der Papst es haben will. Weil lass uns doch mal ein Ding mal eben ganz deutlich sagen. Es ist doch alles nur eine Agenda des Antichristen, die hier verfolgt wird. Ob wir jetzt Amerika, JFK nehmen oder ob wir jetzt Deutschlands politisches Geschick nehmen oder das russische politische Geschick nehmen oder was auch immer. Es ist alles nur für die Agenda, den Papst als Weltführer zu bestätigen. Weil er ist es ja schon längst. Es Er ist muss nur ja. offiziell von allen anerkannt bestätigt werden. Da ist der Weg, wo wir jetzt hingehen. Es Ja? ist ja letzten Endes so, dass Kennedy halt viel mehr hergibt, als wenn man jetzt in Konrad Adenauer reingehen würde, weil für Kennedy gibt es halt einfach viel mehr Dokumente und viel mehr Dinge, die man halt suchen kann. Und deswegen ist Kennedy halt ungleich, finde ich, spannender, vor allem wenn man wirklich zwischen den Zeilen liest. Natürlich, Kennedy ist natürlich schon deswegen interessant, weil Kennedy als Katholik mehr Protestant war als die meisten protestantischen Präsidenten. Ja, Das haben wir ja ja. gerade eben. Ja, ich glaube auch, Wenn dass man es zwischen den ganz viel Zeilen damit zu liest mit dem tun hatte. Nunzio, mit dem Nunzio da, dann hat man das ja auch ganz gut verstanden, ne? Ja, Dass ich glaube, die dass es anderen. ganz viel damit zu tun hatte, dass er auch sich innerlich auch gegen seinen Vater, gegen die ganze Geschichte aufgelehnt hat und gesagt, ich bin jetzt alt genug und ich bin den Menschen verpflichtet und nicht der Doktrin. Also so sehe ich das inzwischen. Aber gut, das. Ja, ich glaube, der Kennedy hat in seiner Jugend zu viel James Dean, Rebel Without a Cause, geguckt. Das weiß ich nicht. Also da war er ja schon, als der Film rausgekommen ist, war er ja schon Senator, aber gut. Ja, weiß. Colonel Fletcher Prouty sagt in seinem Buch Das Secret Team, also das geheime Team, also Secret Team abgekürzt ST. Er sagt, der Kennedy-Schlacht war nicht nur gegen das geheime Team, er ging also gegen denselben Druck, gegen andere Gruppen und so weiter. Nicht zuletzt wegen seinem ganzen Wettbewerb mit der unglaublich kräftigen und ruthless, geht schon wieder los. So, wieder dieses Wort ruthless professional education, also dieses professionelle Informationsestablishment und der genau gleichkräftigen katholischen Kirche oder katholischen Schulhierarchie. Also dieses Ruthless kommt schon wieder in der Verbindung zu katholisch hier rüber. Ne? Das ist wirklich, also das ist natürlich alles mit dem Einzeltäter völliger Unfug hier. Ruthless heißt rücksichtslos, ne? Rücksichtslos, ja. Eben dazu. Ja. Das hier steht drin, das ist genau das Buch, Seite 419, ne, von Fletcher Prouty. Kann ein amerikanischer Präsident wirklich so stark sein, um wirklich zwei kraftvolle Agenturen dann eben dann zu befehligen oder und so weiter? Also das ist ganz klar. Guck mal hier, welche Aufzählungen jetzt hier kommen. Ne, CIA, DOD, FBI, AC, DIA, NSA und so weiter, die ganzen üblichen Verdächtigen eben, ne? Ja, und er sieht das natürlich von einem militärischen Standpunkt aus. Es geht natürlich auf die Bay of Pigs-Affäre ein und die ganzen Geschichten. Aber interessant, dass er eben dann genau wie das Wort Ruthless schon wieder jetzt hier bezieht, ne?
Ja, es geht hier um Dallas, 22. November 1963. Der Mann, der eben Präsident wurde 1969, war in Dallas nur 2 Tage vorher. Richard Nixon hat eben die Spannungen in Dallas gefühlt, in der Luft lagen im November 1963. Er war durch einen großen Schock und so weiter. Klar, da muss man jetzt alles glauben. Aber wie gesagt, der war da. Und zumindest am Vorabend war der auch da. Ob der jetzt am 22.11., das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist letzten Endes, dass die sich alle getroffen haben. Ja, und Lyndon B. Johnson hat noch etwas gemacht, und das kann ich gleich einspielen. Lyndon B. Johnson ist mit einer großen Mehrheit gewählt worden, mit der größten Mehrheit, der jemals ein amerikanischer Präsident auf sich vereinigen konnte. Und da ist mir meine Folge Television aufgestoßen. Also nicht, dass ich die schlecht fand, sondern die Folge 10. Die heißt, die Folge 11, Entschuldigung, Experten, Sie wollen nur euer Bestes, ne? Also euer Geld und euer Leben. Da gibt es einen Wahlkampfslogan von Daisy, diesem kleinen Mädchen, was dann Gänseblümchen pflückt und plötzlich geht eine Atombombe hoch. Und deswegen, da brauchen wir jetzt keine Zeit für. Das kann ich jetzt eben hier so einspielen. Da seht ihr mal, mit welcher Angstthematik. Fear-Mongering nennt sich das. Eine psychologische Kriegsoperation, die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt worden ist. Und vielleicht war das ja auch ein weiterer Meilenstein zu dem unglaublichen Erfolg des lügenden Lyndon, der dann zuerst 1948 mit nur 87 Stimmen Vorsprung bei 1 Million Stimmberechtigten irgendwo da eingezogen ist als Senator und dann später aber den größten erdrutschartigen Sieg eines amerikanischen Präsidenten jemals auf sich vereinigen konnten. Und zwar hat er das gemacht, indem er den Leuten erzählt hätte, dass sie ihn wählen sollen, damit er die Menschen beschützt vor einem Atomkrieg. Guckt euch das mal an. Und das Problem sehe ich halt einfach darin, dass also die Dominanz des Fernsehapparates oder des Bildschirms, also quasi der große Bruder aus George Orwell 1984, immer weiter zunimmt, aufgrund der Geschichte, dass also der Kontakt von Mensch zu Mensch uns als total gefährlich dargestellt wird. Deswegen habe ich hier ein Bild, was sagt: Die Medien sagen dir, wen du lieben darfst, wen du hassen musst, vor wem du Angst haben musst, wem du vertrauen kannst, was du denken sollst und was du noch nicht denken sollst. Befreie dein Denken von mentaler Sklaverei oder Unterdrückung. Ja, das ist genau das Medium, was die Menschen erzählt, was richtig und falsch ist. Deswegen werden auch in vielen Fernsehsendungen nur immer beispielsweise regierungskonforme Menschen eingeladen, damit der Fernsehzuschauer die Illusion hat, ja, Moment, wenn der jetzt bei Lanz, Maischberger und Anne Will und wie die ganzen Formate da heißen, wenn die da sind, die sagen alle das Gleiche. Ja, natürlich sagen die alle das Gleiche, weil andere Leute, die andere Dinge sagen, gar nicht eingeladen werden oder halt nicht zu Wort kommen und, und. Das ist aber nur eine sehr, sehr subjektive Auswahl, die da getroffen wird. Weil, wie gesagt, wenn man Autoritäten, jetzt sind wir beim Autoritätsargument, wenn wir Autoritäten glauben sollen, dann brauchen wir ja nicht die Masse mehr zu fragen, denn die Autorität hat ja nur einer. Tja, und das ist eben Fear-Mongering. Und das Doofe an der ganzen Geschichte ist, dass es den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Daisy ist ein berühmter TV-Werbespot, welcher im Jahre 1964 ausgestrahlt wurde, über Lyndon B. Johnson, das ist der Nachfolgepräsident, der maximal davon profitiert hat, dass John F. Kennedy umgebracht worden ist. Das ist nämlich der Nachfolgepräsident Lyndon B. Johnson. Es beginnt mit einem kleinen Mädchen, das auf einer Wiese steht, im Hintergrund Vögel zwitschern, sie pflückt und zählt ungeschickt die Blütenblätter eines Gänseblümchens. Ja, und deswegen gucken wir uns genau die Gänseblümchenwerbung jetzt an. From the Library of Congress in Washington, D.C. Stakes to make a world in which all of God's children can live or to go into the dark. We must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Bitte schön, das war Daisy.
Also, der Hintergrund dieser Kampagne war eben dann, seine gegen den Krieg zu sein und gegen antinukleare und antinukleare Positionen zu machen. Also genau das, was er eigentlich nicht war. Also im Endeffekt ist das, was die Merkel sagt, man kann sich nach der Wahl nicht darauf verlassen, dass das geht, was vor der Wahl versprochen wurde, ist genauso ein Thema für den Herrn Johnson gewesen. Er war nämlich für den Krieg und nicht gegen den Krieg. Also von daher. Dann hat er noch eine Eiscreme-Werbekampagne gemacht. Und die hat dann eben gewarnt, diese Kampagne, vor den radioaktiven Isotopien Strontium 90 und Cäsium 137. Das sind keine Viren diesmal, aber so ähnlich. Also Angst passiert, Angst funktioniert und Angst gibt dann auch Wählerstimmen. Ne? Kommt euch das bekannt vor? Jo. Do you know what people used to do? They used to explode atomic bombs in the air. Now children should have lots of vitamin A and calcium. But they shouldn't have any strontium 90 or cesium 137. These things come from atomic bombs, and they're radioactive. They can make you die. Do you know what people finally did? They got together and signed a nuclear test ban treaty, and then the radioactive poison started to go away. But now, there's a man who wants to be president of the United States, and he doesn't like this treaty. He fought against it. He even voted against it. He wants to go on testing more bombs. His name is Barry Goldwater. And if he's elected, they might start testing all over again. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. So, hier seht ihr jetzt endlich mal einen Deutschen, den Bundeskanzler Ludwig Erhard, der von dem Lyndon B. Johnson im Dezember 1963, einen Monat nach dem Anschlag, einen Cowboy-Hut geschenkt bekommt. Deswegen freut sich der Herr Ludwig Erhard da wie ein Honigkuchenpferd, ohne jetzt irgendetwas Despektierliches über den Erhard sagen zu wollen. Aber ein Cowboy-Hut ist natürlich das, wovon jeder Junge träumt, auch wenn er mal später dann irgendwie dann hier ganz hohe Hausnummer ist. Ne? Deswegen nochmal, das ist die Wahl, die der Herr Lyndon B. Johnson gewonnen hat. Und inzwischen verstehe ich auch warum. Sympathievorschuss von der Kennedy-Administration, gleichzeitig diese ganze Panikmache mit Atomkrieg und Hilfe, Hilfe. Und ich beschütze euch, ich bin der große, starke, 1,92 große Mann im Weißen Haus. Ja. Ne? Immer wenn du auf seine Größe anspielst, dann muss ich an diesen Schauspieler-Agenten Christopher Lee denken. Ach so, ja, da war ja auch so 1,93 oder sowas, ne? Ja. Ja, also das ist wirklich unglaublich, wenn man sich in den Lyndon B. Johnson da reinbeißt und so weiter, dann kommt man da aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Bücher und so weiter man da liest und so weiter, und ich kann das immer noch nicht verstehen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Leute halt jetzt den Lyndon B. Johnson gar nicht so im Fokus haben. Vielleicht haben sie in Amerika mehr auf dem Fokus als hier. Aber wenn man das dann wirklich sieht, was der Herr Johnson alles gemacht hat, ja, also der hat also permanent, als er im Weißen Haus war, als angeblicher Protestant, hat der katholische Messen jetzt hier besucht. Und das ist also wirklich, also hier accompanied by Reverend Billy Graham, da hast du den wieder, den Wendehals, ne? Also dann haben sie sogar jetzt hier die sonntäglichen Gottesdienste besucht in der National City Christian Church. Und währenddessen, also der im Weißen Haus regiert hat, ist er unglaublich religiös geworden. Ja, das ist klar. Ne? Ach ja, das ist echt unglaublich. Er hat alleine schon die römisch-katholische Messe 14 Mal besucht. Ne? Als Protestant natürlich, na klar. Ne? Ach, das ist echt unglaublich. Der hat also echt total genossen, sieht man hier in St. Dominic's in Washington und in St. Fraiseus Xavier katholische Kirche. Das ist doch klar, das ist hier der Co-Gründer der Jesuiten gewesen, ne, der jetzt hier benannt ist. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Der hatte nämlich dann eine enge Freundschaft mit dem Pastor Wunibald Schneider. Und das ist, kann ich jetzt verraten, kein Amerikaner. Der Wunibald Schneider ist ein spiritueller Berater gewesen für den Präsidenten Johnson. Ne? Spiritueller Berater, da habt ihr den. Den Wunibald. Ist der verwandt mit dem Athanasius Schneider? Das weiß ich nicht. Ja, so, das ist sein Grab. Sein Leben war Güte, den Rest kann ich jetzt nicht hochwürden und so weiter. Wunibald Schneider. Und das Priester war ja sowieso Pfarrer und so weiter und so fort. Ne? Und der wurde eben geboren und großgezogen in Deutschland. Und er hat wo gedient? Ja, in Irland. Also kann das sein, dass Irland irgendwie so eine Rekrutationsstation für jesuitische Katholiken ist oder so? Oder Katholiken im Allgemeinen? Und dann im San Francisco Xavier in Texas.
Ne? Und er war eben der Priester, der eben dann gewesen ist, also einfach zur Leitung des nicht-katholischen US-Präsidenten Lyndon Johnson. Deswegen habe ich das extra grün gemacht. Also wenn einer irgendwie katholischer als Lyndon B. Johnson, kann man wahrscheinlich gar nicht mehr sein, und sich dann als Protestant ausgibt, dann kann man eigentlich nur Jesuit sein. Ne? Also nochmal, wenn man nach außen hin vorgibt, Protestant zu sein, dann katholischer ist als alles andere, dann ist man Jesuit, dann ist man alles für alle und jeden. Ja, und dieser Francis Xavier war eben der Co-Gründer der Sozietät Rissou. So, ja, Saint Francis Xavier Catholic Church. So, und da habt ihr nämlich jetzt genau die richtigen. Ne? Also die Frau ist richtig, seine Ehefrau, das ist Lyndon B. Johnson, 1,92 nochmal, und Wunibald, ne? Das ist er hier. So, und das ist alles auch richtig Wunibald hier, oder wunderbar hier. Das ist nämlich jetzt das letzte Part, oder letzte Teil jetzt hier dieser ganzen Geschichte, die jetzt schon so lange dauert, dass manchen Menschen da jetzt auch sagen, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, es tut mir leid, aber ich möchte ihn jetzt gerne abfrühstücken. Das ist Wunibald Schneider, seine mündliche Beichte, seine mündliche Geschichte, Interview Nummer 1. Ne? Hat man jetzt hier auf Diskette und Floppy und was weiß ich noch alles, keine Ahnung. Auf jeden Fall von 1971, also danach, das war also weit nach Kennedy. Mhm. Als ich in Rom war, sagt Wunibald, hatte ich eine unglaublich wunderbare Erfahrung, und ich war in Rom an einem Beta-College und so weiter und so fort, und ich war 3 Jahre in Rom, ich war 46 oder 47 Jahre alt, als ich da war, ich hatte eine Audienz mit dem Papst, das war der Pius X., ein unglaublich feiner Mensch, ja, der also dann, ja, ist auch egal, lass ich jetzt mal los und so weiter, und er war ein guter Mann. Da gibt es Tausende und Tausende von Juden, denen also Obhut und Zuflucht gegeben hat in den Vatikan und so weiter und so weiter und so fort. Und er hat auch dann den Pius XII. Besucht. Und die hatten also dann auch Deutsch gesprochen, weil du weißt, ne, der kennt und der liebt Deutschle und Deutschland, ne, der Pius XII, Juttino Pacelli. Ne, der war nämlich Nunzio gewesen in München. Ich komme aus Bayern, war das da. And I came from Bavaria, Munich. Ja. Er war päpstlicher Nunzio in München und ich komme aus Bayern. Und als der Papst dann zu mir kam und so weiter und so weiter, hat er gesagt, oh, sie sprechen Deutsch. Ja, ja. Und deswegen haben die beiden sich gut verstanden. Und er hat dann in Irland gelebt und in England gelebt. Und ich mag England und ich mag alle und ich habe keine Feinde. Tolles Leben. Auf jeden Fall ist er nach Texas gegangen und dann musste eben das so kommen, dass er eben dann in Texas genau dem Herrn Lyndon B. Johnson über die Füße gelaufen ist. Der Mann, der eben aus Deutschland kam und den Papst so toll findet, weil der Papst so viel für die Juden getan hat. Auf jeden Fall kommen wir jetzt genau dieselbe Geschichte. Jetzt wird nämlich er interviewt. Willibald ist immer es. Ne? Willibald hat gesagt, ich wollte immer Priester werden, und deswegen habe ich dann einen Freund gefunden in Irland, und der hat einen Bruder gehabt, der in den Vereinigten Staaten lebt, irgendwo in Chicago und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dem Bischof geschrieben und so weiter und so weiter. Und dann wurde ich eben nach San Antonio und so weiter in die Erzbischofei Luxey und so weiter dann eben versetzt und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe mein Visa bekommen und ich kam dann aus Texas, und dann bin ich nach San Antonio und so weiter und so weiter. Auf der nächsten Seite habe ich gefunden, wer ist das denn dann? Ach, das ist ein Kommunist. Wer? Willy Brandt. Oh. Willibald spricht jetzt. Willibald hat gesagt, nee, der ist verschwunden während des Krieges, ne? Der war in seinem kommunistischen Land und so weiter, und ich bedauere das sehr, dass er also Kanzler in Deutschland geworden ist, ne? Und dann saß also Willy Brandt neben mir und so weiter, und er war noch nicht mal ein bisschen interessiert an irgendeiner Unterhaltung, und ich weiß überhaupt nicht, warum die Deutschen für ihn gestimmt haben. Ne? Der Strauß, ne? Hier der Franz Josef Strauß, der ist Mitglied der Regierung in Deutschland, und der ist ein unglaublich starker Mann, ein sehr, sehr intelligenter Mann und so weiter. Aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht das, was unsere deutschen Zuschauer hören wollen. Die wollen vielleicht was ganz anderes hören. Eines Tages, bei irgendeiner Gelegenheit, da kam nämlich der Präsident Johnson in das Flugzeug, und er hat ein privates Appartement, und er hat mich gesehen, also ihn als Priester, wo ich Poker gespielt habe. Ich mir gedacht, das muss ich für den Jörg jetzt noch. Und da war er total erstaunt, und ich wusste nicht genau, ob er das jetzt mag oder nicht, ich wusste es wirklich nicht. Und nach 10 Minuten hat er mir eben einen Satz Karten geschickt, so wie der. Ha, für mich, genau. Und dann habe ich mir gedacht, Das war eine Packung von Spielkarten, ne? Und das war eben mit einem präsidentialen Siegel, und da drauf stand eben Air Force One und LBJ. Und das habe ich hier in meiner Hand. Guck mal hier, ich beschütze das sehr stark und so weiter. Und ich habe dann eben gegrinst, und ich wusste, ah, der mochte das und so weiter. Und er hat dann gegrinst, ne? Ja, das war jetzt nur für den Jörg. Und jetzt kommt's für alle anderen.
ich habe eben das Privileg und so weiter. Und es war eben alles toll und alles toll. Und als ich immer mehr erkennen durfte von dem amerikanischen System, der Regierung, und als dann die Wahl kam, und als die Wahl kam, da konnte ich natürlich nicht wählen, weil ich war ja immer noch irischer Staatsbürger. Aber trotzdem, der John F. Kennedy wurde dann als Präsident vereinigt und er, also Lyndon B. Johnson, als Vizepräsident. Und sogar als Vizepräsident kam er zu der Kirche und er brachte seine Besucher und seine Gesellschaft und sogar die Familie Linda und Lucy. Ha, ne? Dann natürlich ist Lucy dann auch geheiratet und die hat geheiratet in Washington. Und ich war nicht da, aber Lucy und Pat und so weiter kamen zu der Kirche und so weiter. Und im Sommer hat Lucy über die katholische Religion gesprochen? Nö, hat sie nicht. Sie hatte so einen Priester da in Washington, der ihr also dann alles beigebracht hat. Und ich habe den Namen jetzt vergessen, aber das war derselbe. Und der hat also die Lynn getauft und Lynn war also getauft in dieser Kirche. Ich war nicht da, ich war in Deutschland für Urlaub. Das war 1967. Lynn war geboren, ich glaube im Juni und bla 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 und so weiter. Aber zurück zu der Jahr 1961, das war die Gelegenheit, wo ich mich wirklich gut dran erinnere. LBJ war dann Vizepräsident, der war hier. Ich habe gedacht, der war also in der, also I think, ich dachte, er wäre hier in der Kirche gewesen. Und Vater Schneider und so weiter, wir kommen in Besuch am Sonntag und unser deutscher Kanzler Adenauer kommt auch und der ist ein sehr, sehr strenger Katholik und er würde also nicht die Messe für irgendetwas also jetzt ausfallen lassen. Und ich sagte, Mensch, was machen wir denn da? Und dann hat er gesagt, ja, warum willst du nicht eine spezielle Messe für ihn lesen? Er hat gesagt, klar, klar, das ist klar. 1961 in diesen Tagen in der Kirche und so weiter, da hatten wir unsere Regeln und Regularien. Und deswegen habe ich dann also nicht, konnte ich dann also nicht die Messe nachmittags lesen und so weiter, nach 12 Uhr nachmittags geht nicht und so weiter. Und da habe ich gesagt, nee, ich mache eben die Messe dann, wenn Adenauer kommt. Also die Messe musste sich dann nach dem Bundeskanzler richten, dem Herrn Adenauer. Ne? Interessant, aber wenn er glaubt, das ist jetzt alles, oh wei. Adenauer schrieb einen Brief an LBJ. Ich habe auch den Brief und so weiter und alles war irgendwie prima. In 1967, da kam die große Gelegenheit, dann wollte man mich haben in Bonn für die Beerdigung von dem Herrn Adenauer. Hat Johnson irgendetwas gesagt über den Anschlag auf Kennedy und wie er dann eben das Office übernommen hat mit den ganzen Problemen, die er hatte? Nee, nicht genau. Außer, dass er gesagt hat, da gibt es Probleme in der Demokratischen Partei. Ja, und natürlich, this is not necessarily for publication. Das ist nicht unbedingt für die Veröffentlichung gedacht. Wirklich, ein paar Wochen bevor Robert Kennedy ermordet wurde, hat er zu mir gesagt, Bobby macht uns eine ganze Menge Ärger in der Partei. Sagt unser Priester Willibald. A few weeks before Bobby Kennedy was assassinated, he told me, Bobby gives us a lot of trouble in the party. Das ist nicht unbedingt... Also das hat LBJ gesagt, ne? Genau. Genau. Das hat Johnson eben gesagt, dem Willibald, genau. Das hat Willibald ausgesagt, dass Johnson ihm das gesagt hätte, dass der Bobby Kennedy auch richtig Schwierigkeiten macht. Und wie der Bobby Kennedy also erst macht der Kennedy, erst macht der John F. Kennedy Probleme und ja, dann ist er weg. Und ja, dann macht der Bobby Probleme und dann ist er auch weg. Genau. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und deswegen wollte ich das unbedingt benennen, weil das habe ich vor ein paar Tagen gefunden und habe gesagt, muss ich haben. Muss ich haben, ist ein offiziell einsehbares Dokument. Die Trennung von Kirche und Staat ist übrigens übertragen, übermittelt von Thomas Jefferson. Ja, also da kommt das wohl her. Das wird eine der Grundbedingungen gewesen sein für die Gründung der Vereinigten Staaten. Ne? Deswegen steht ja auch in der Bill of Rights, da in den Zusätzen der Verfassung, im ersten Ding ja auch drin, dass der Kongress nie das Recht hat, irgendwelche Gesetze über die Religionen zu erlassen. Ne? Mhm. Das war schon wichtig, weil sonst hätte man da damals die ganzen Protestanten gar nicht mit ins Boot bekommen. Da wäre ja sofort ein Aufstand gewesen. Ne? Weil es gab damals 25.000 Katholiken und 2,5 Millionen Protestanten in Amerika. Ne? Also die hatten weniger als 1% Bevölkerungsanteil, die Katholiken. Ja, ich muss mich, wie gesagt, jetzt mal eben entschuldigen für die ganze Scrollerei hier, aber es ist unglaublich anstrengend, weil die man muss sich an alles erinnern, was man jemals irgendwie gemacht hat und das irgendwie vernünftig zusammenzukriegen. Aber ich wollte jetzt mal sagen, ihr habt im ersten Teil gesehen, was mit der Zeitschrift gewesen ist oder Zeitung gewesen ist, Dallas Morning News oder wie die da heißt, mit dieser Geschichte mit Nixon sagt, dass eben Kennedy den Lyndon B. Johnson da nicht mehr in der nächsten Regierung haben will. Und ihr seht jetzt hier mal die
Geschichte auf der anderen Seite mit der ganzen jesuitischen Verbindung von Johnson. Und er sieht jetzt hier mal die Geschichte mit dem Priester von Johnson, was die dann alles erzählen. Also vielleicht hat man dann jetzt mal einen Eindruck, warum Lyndon B. Johnson sozusagen für mich der absolute Nutznießer ist und seine Verbindungen, weil er derjenige ist, der diese 501c3-Geschichte auf den Weg gebracht hat. Der Mann wird massivst von der Kirche und natürlich von der katholischen Kirche dann halt da befeuert. Der Mann besucht unzählige Gottesdienste und hat also direkt mit dem Papst zu tun, empfängt ihn dann und so weiter und so fort. Also er hat wirklich nur mit Katholiken zu tun und mit ganz vielen Kreuzen hat es dann auch, er hat 1961 Kreuzritter, das heißt, der Mann kann er nach 1961 kein Protestant mehr gewesen sein, weil er nicht eben gegen den Papst protestiert, sondern einfach sich vom Papst einen Orden, einen Ritterorden zulegen lässt. Und aufgrund dessen brauchen wir gar nicht mehr darüber zu rätseln, dass der Johnson, wie der Jörg schon in der letzten Folge so richtig gesagt hat, eigentlich nur ein Katholik in der Verkleidung eines Protestanten ist. So, und deswegen war das jetzt die letzte Folge, ich verspreche es, über Lyndon B. Johnson, bevor wir jetzt wirklich ins absolute Eingemachte gehen. Gegen die letzten 21 Folgen ist das, was jetzt bald kommt, absolut kalter Kaffee. Ja, ich habe das nur gemacht, damit man wirklich sieht, wenn man sich in die religiöse Seite dieser ganzen Menschen einarbeitet, da kommen viel mehr Dinge raus, als jetzt nur irgendwie sich jetzt mit Präsidenten und mit irgendwelchen Dienstmädchen und sonstigen Sachen da zu beschäftigen. Das heißt, diese ganzen Menschen, die man da untersucht, die haben alle den Hintergrund, dass die massiv von der Kirche in ihren Positionen gesteuert werden. Das ist unglaublich. Und wenn man sich dann noch die Geschmacklosigkeiten während der Präsidentschaft von Johnson anguckt, sei es mit dem Vietnamkrieg, sei es mit der Kampagne, dass man also Angst macht den Leuten, dass die Kinder sterben würden bei einem atomaren Anschlag und dass der Johnson dann der große Retter der Menschheit ist, der Messias schon fast, dann muss man ganz einfach konsternieren, dass dieser Mensch halt einfach nur besessen war von Macht. Und damit hoffe ich, dass es jetzt eine interessante Folge gewesen ist. Und ich gebe jetzt mal ab an den Jörg. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen holpriger und langatmig war. Dankeschön für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Maranatha. Ja, ich habe eigentlich nur ein ganz kurzes Schlusswort an meine Mutter gerichtet. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Aber es war ich bin schuld. Aber es war sehr interessant. Nein, zum Abschluss noch mal eine kurze Bemerkung nur. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kennen den Film von Oliver Stone über JFK. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, das spielt auch keine Rolle. Der heißt JFK. Aber der heißt JFK, ja, okay. Ich habe den Film ein paar Mal gesehen und das ist natürlich auch ganz witzig. Und ich habe gesehen, in Deutschland läuft jetzt auf dem Abendprogramm da, wo meine Mutter immer nachts, abends Sturm der Liebe guckt. Ich muss mich dafür entschuldigen, sie guckt es, ja, ist so. da läuft jetzt Seinfeld. Oh. Und Seinfeld ist so eine amerikanische Komödie, ein amerikanischer Komödiant mit jüdischem Ursprung, der auch einmal eine Sendung gemacht hat, wo sie über die Magic Bullet von Kennedy gesprochen haben. Das war da ganz lustig gemacht. Und das geht ja hauptsächlich zurück dann eben auch auf die Erklärung aus dem Film von Oliver Stone, JFK. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ganz einfach. Man guckt sich diese JFK-Verarschung von Seinfeld an. Man guckt sich diese JFK-Dokumentation von Oliver Stone an und am Ende kommt man unterhalten raus, aber nicht informiert. Und wenn man sich diese Werke anschaut, die Michael hier zusammenstellt, dann wird man hier und da vielleicht ein klein wenig unterhalten, wenn wir mal einen kleinen Witz machen oder sowas zwischendurch, das muss auch mal sein. Aber ansonsten kommt man informiert raus. Dieses hier ist geballte Information. Information, wie ihr sie nirgendwo anders, in keiner anderen Dokumentation auf dieser Welt findet, gefunden habt, bis jetzt findet und wahrscheinlich in der Zukunft auch niemals finden werdet. Lehnen wir ein bisschen aus dem Fenster, um das zu sagen. Aber es gibt keine anderen Menschen, die solche Untersuchungen auf diese Art und Weise so anstellen, und euch die Information geben, die nötig ist, um wirklich zu verstehen, was dahinter ist. Um eben nicht nur zu wissen, wer sich wann wo die Nase geschneuzt hat, sondern um die Motive zu erfahren. Und schlussendlich, und das ist für uns bibelgläubige Christen ganz wichtig, schlussendlich ist das Motiv immer dasselbe. Macht. Und zwar unumschränkte Macht. Das ist die Macht, die der Antichrist fordert.
Der Teufel hat Jesus 40 Tage lang versucht, als er nach seiner Taufe in die Wildernis ging. Und Jesus war ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde und konnte deswegen nicht versucht werden oder hat der Versuchung widerstanden, sagen wir es mal so. Und zu einem bestimmten Augenblick hat der Teufel ihn auf einen Berg gestellt und hat ihm all die Königreiche dieser Welt gezeigt und hat gesagt, all das will ich dir geben, denn es ist mir gegeben, ihm zu geben, wem ich will, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und Jesus Christus hat gesagt, du sollst deinen Gott im Himmel, deinen Vater im Himmel anbeten und ihm alleine sollst du dienen. Und damit hat der Teufel das aufgegeben. Aber der Teufel ist dann nicht irgendwo beleidigt in die Ecke gegangen und hat geweint und gesagt, von jo, jetzt hat Jesus mein Angebot nicht angenommen. Nein, der hat sich einen anderen Menschen gesucht. Der hat das Angebot angenommen. Und der Mensch bekleidet ein Amt. Und dieses Amt nennen wir heute Papsttum. Das ist der Führer der römisch-katholischen Kirche. Es ist der Führer der Synagoge Satans. Es ist der Widersacher in fleischlicher Gestalt. Oder es ist die Maske, die fleischliche Maske, hinter der sich der Widersacher selbst, der Teufel, Satan, versteckt. Und der will angebetet werden. Das wollte er vor 2000 Jahren, als es Jesus Christus vorgeschlagen hat, und das will er heute noch. Und der Papst stellt alles in seiner Macht Stehende in Arbeit, in Wirkung, um dafür zu sorgen, dass das passiert. Dass jeder hier auf dieser Erde das Knie beugt vor dem Teufel. Das ist die Agenda, die dahinter steckt. Das ist die Agenda hinter JFK, das ist die Agenda hinter allen den ganzen politischen Verwicklungen. Das muss man wissen. Und wenn ihr das wisst, dann saugt ihr diese Information, die euch hier gegeben wird, mit ganz anderer Intensität und mit ganz anderem Interesse auf. So, und jetzt, Entschuldigung Mutti, komme ich auch zum Abschluss. Aber das musste mal eben gesagt werden. Es geht um die Agenda des Teufels. Es geht um einen Krieg, den das Böse gegen das Gute führt. Wo der Teufel gegen Jesus Christus oder gegen diejenigen, die Jesus Christus hier auf Erde vertreten, weil Jesus Christus sitzt zur rechten Hand des Vaters im Himmel im Augenblick, wo der Teufel gegen diese Heiligen, die Kirche, die wahre übergebliebene Kirche von Jesus Christus hier auf dieser Erde gegen kämpft. Weil die muss aus der Erde geschaffen werden. Wenn die heraus ist, dann beugt sich die ganze Erde vor dem Teufel. So steht es in Offenbarung 13 auch geschrieben. Wer kann Krieg mit ihm machen? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus Christus. Und deswegen beten wir dafür, dass er zurückkommt. Dann macht er Krieg mit dem Teufel und Jesus Christus und wir werden gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.